Oh, sorry Leute, tut mir leid für die Verspätung. Stream sollte eigentlich schon früher starten, jetzt geht's erst los. Sorry, war ein wilder Tag, richtig viel los. Ich bin durch die halbe Stadt gerannt, Besorgungen, Dokumente hin und her und ich hab's einfach nicht mehr früher geschafft. Sorry. Ich hab's einfach nicht mehr früher geschafft. Ich hab alles gegeben, ich bin im Aufzug, ich hab den Knopf gedrückt. So schnell, ich dachte, come on, das muss doch schneller gehen, aber der hat so lang gedauert. Sorry, jetzt geht's 3,5 Stunden zu spät los. Tut mir leid, der Aufzug, ich weiß nicht, was da los war. Wirklich schwierig, sorry. Und dann musste ich noch Dota schauen und so. Und dann habe ich mir noch so einen Schokopudding mit so Sahne obendrauf, habe ich noch gegessen. Und ich dachte, nee, den muss ich jetzt genießen. So, du kannst nicht so einen Schokopudding mit Sahne obendrauf essen. Den will ich dann auch nicht so schlingen. So, ich habe das Gefühl, dann würde ich dem auch Unrecht tun irgendwie. Deswegen, sorry für die Verspätung. Tut mir richtig leid. Und ja, deswegen, ja, ist es jetzt eben eine Late-Night-Session. Ihr hört schon die Grillen zirpen. Ihr hört schon den Mond jaulen. Alle Werwölfe unter euch, sorry, wird ein harter Stream heute, aber natürlich, es geht weiter mit World of Warcraft. Wir spielen Hardcore. Ich lebe noch und ich lebe und ich werde überleben. Ich bin nicht tot, auch wenn es manchmal von der Levelgeschwindigkeit so wirkt. Nein, ich lebe und es geht natürlich weiter und anscheinend ist immer noch alles verbuggt. Ah, das ist, kriegen wir hin. Leider. Immer noch alles richtig kaputt hier. Alles, diese dummen weißen Felder immer. Warte, lass uns erstmal fliegen. Wobei, wo muss ich denn eigentlich hin? Warte mal, warte mal, warte mal. Hey. Haben wir alles gemacht? Ja, alles gemacht. Wie kriege ich dieses Dusselfenster nochmal zu? Wir müssen heute mal ein bisschen Geschwindigkeit reinnehmen. Wir machen uns sofort auf den Weg nach Westfall. Heute ist die große Schwimmfolge. Also an alle unter euch, die vielleicht irgendwie noch das Seepferdchen nachholen wollen oder so, ist heute eigentlich genau die richtige Folge, weil wir das heute machen. Wie war das nochmal mit dem Fenster? Ich glaube, warte, wir müssen jetzt strategisch. Wie war das nochmal, dass man dieses Fenster. Ich glaube, wir müssen erstmal nochmal einmal neu laden. Nee. Doch, doch, genau. Und jetzt Background. Jetzt haben wir das Fenster hier oben freigeschaltet. Jetzt können wir es removen. Läuft doch. Jetzt können wir das wieder hier hin bringen und create a new window. Hier kommen jetzt alle. Sorry, ist gerade noch ein bisschen Hausmeisterarbeit hier. Hier kommen jetzt die Whispers rein. Hier kommen die Whispers raus. So, jetzt Setup. Sollte soweit klappen. Alles wunderbar. Ja, Plan für heute ist, also ganz kurz für alle nochmal, die jetzt vielleicht noch nicht up to date sind. Ich spiele World of Warcraft Classic. Sprich, so wie damals, so wie früher. Und das allerdings in der Hardcore-Variante. Da ist diese Woche eine komplett neue Art von Server gestartet, offiziell von Blizzard-Seiten. Die Hardcore-Server, die nämlich den Charakter, wenn er einmal stirbt, nicht mehr wiederbelebbar machen. Das heißt, man hat quasi nur ein Leben, dann ist der Charakter unbrauchbar. Das heißt, man muss sehr vorsichtig spielen, muss schauen, dass man nicht stirbt. Und das hat bis jetzt ganz gut geklappt, Level 15. Ich lebe noch aktuell. Und es ist allerdings sehr nervenaufreibend bisher. Es gab schon hier und da ein paar kleine Momentchen, wo man sagt, ach ja, das war vielleicht nicht ganz so wohl überlegt, wie es hätte sein sollen. Aber mein Schlüssel ist, dass ich natürlich immer versuche, so ein bisschen überlevelt zu sein für alles. Was natürlich schwierig ist, weil gerade WoW Classic hat kein absolutes Füllhorn an möglichen Quests, die man machen kann. Sagen, drücken wir es mal so aus. Deswegen muss ich oder möchte ich in verschiedenen Questgebieten gleichzeitig leveln. Weswegen wir jetzt mal in Westfall reingucken. Und dann schwimme ich heute nach Minitil, um bestenfalls in das Nachtelfenstartgebiet zu kommen. Das wird ein wilder Paddelweg.
Und ich hoffe, ich überlebe das, weil es wäre wahrscheinlich die dümmste Art zu sterben, wäre zu ertrinken. Wir machen jetzt hier, wir holen uns erstmal ein bisschen Wassermelone, hier ein bisschen Zeug. Ach Gott, Westfall Stew, wieder immer diese Kochnummer. Handful Oats. Level 14. Westfall Stew Complete. Lass uns die erstmal machen, oder? Lass uns hier erstmal noch die klassischen 12... Level 12, Level 11 Gedöns machen und dann kommen wir weiter. Hier Level 9, das kriegen wir hin zumindest. Corgrain, vielen Dank für den Prime Sub, danke dir. Hier ist der Flugmeister, den müssen wir uns auch holen. Dann hier Red Leather Bandanas. Holen wir uns auch alles. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen. Genau, hier gab es diese Uhr. Die sind, glaube ich, zu krass, Level 15. Das machen wir noch nicht. Aber ich glaube, es lohnt sich jetzt schon mal, den Flugpunkt unten zu holen. Ansonsten, wir schauen mal, was der aktuelle Zustand der Butterbande ist. Ja, 1000 Mitglieder. Wir sind randvoll mal wieder. Und eine dieser schrecklichen Kochquests. Aber wir nehmen einfach mal alles an. Ich glaube, was die... Ah, wir haben jetzt erst 15 Quests. So muss doch mal ein Questgebiet aussehen. Oh, 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 Vorsicht. Stark. Guck mal, das ist ein Profi. Das ist ein absoluter Profi. Vulture Meat. Ja, wir fangen jetzt nicht wieder an mit diesen dummen Fleischsammelaufgaben hier. Aber gibt's hier die... gibt's hier die Oats? Genau, wir machen Oats. Ja, erstmal müssen wir ein bisschen rausschmeißen. So, Freunde, jetzt wird hier erstmal rausgeschmissen. So, jetzt zeigen Sie alle mal Ihren Ausweis vor, bitte. Es werden hier einfach mal Leute rausgekickt hier. Weg mit dir, Ninji. Also aktuell, wer 2 Tage auf Level unter 5 raus ist, ist raus. Und jeder, der stirbt, wird hier auch einfach rausgekickt. Weg mit euch hier. Weg mit euch. 2 Stunden, ja, das geht noch. 23 Stunden, naja, naja, hier. Weg mit euch. Weg mit euch, inaktive. Ich will hier keine Leute haben, die nicht mitarbeiten. Was ist das hier? Hier, Spionage. 4 Tage! Spionage. Befehlsverweigerung. Zettel nicht ausgefüllt. Schlechte Laune verbreitet. Zu schlecht. Zu gut. Zu frech. Nicht frech genug. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Platz. So. Jetzt lass uns hier mal... Oh, Bruceweed. Oh, Bruceweed. Hallo, hallo. Da sag ich auch nicht nein. Wenn ihr denkt, ich sag da nein, dann... haben wir hier eine kleine Meinungsverschiedenheit. Bruceweed. Och, oh, aber an dieses Ding erinnere ich mich tatsächlich. Als Kräuterkundler kommt man immer hier rein und denkt sich, oh, neues Kraut, das kann ich pflücken. Und dann sagt ihr, nee, nee, mich pflückst du so schnell nicht, Kollege. Mich pflückst du hier so schnell nicht. Ich lasse mich doch nicht von jedem dahergelaufenen Kräuterfingerer anpflücken. Nee, 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 nee. Okra. Was war denn das nochmal? Okra. Brauchen wir das? Ach nee, das brauchen wir auch für den Eintopf. Das machen wir nicht mit. Wir machen hier nur die Beutel und die Uhr. Und mehr machen wir auch nicht. Ich mache nur die Quests, die sonst vielleicht ausgegraut sind, wenn ich zurückkomme. Das ist ja albern.
Da schwimmt man einmal um den halben Kontinent für neue Quests. Und währenddessen grauen die anderen Quests aus. Boah, die Uhr hier hinten irgendwo, ne? Muss hier ein bisschen auch auf die Schweine aufpassen. Und hier gibt es so ein paar gemeine Gegner. Hier gibt es Schweine, Level 13. Und es gibt diese Staubelementare, die ich ehrlich gesagt nie verstanden habe, ne? Also du hast hier diese ganzen Schweine, du hast hier Defias, alles, was gut reinpasst. Und dann hast du einfach noch diese random Staubelementare. Oh, der Defias Trapper hier, der ist natürlich auch eine. Das ist natürlich auch eine Wucht, der Typ hier. Not ready yet. Not in rage. Oh, Netz. Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, wenn man hier Netze hat. Und jetzt haben wir einen Streitkolben bekommen. Main Hand. Kann mir jemand von euch erklären, warum eigentlich Priester Streitkolben benutzen? Benutzen gerade Priester Streitkolben? Das ist doch merkwürdig eigentlich, oder? Warum die eigentlich die friedliebenden spirituellen Anführer ihrer Kultur? Warum benutzen die Streitkolben? Was ist da los? Kennt da jemand die Hintergründe? Ist oft so, ja, Kleriker. Oh, Willi 3. Willst du den Sackel hier haben, Willi 3, mein Freund? Den nehme ich, glaube ich, dir nicht. Willst du den oder nicht? Gut, dann nehme ich ihn. Ich habe mal gehört, dass es daher kommt, dass die Grundidee ist, wahrscheinlich kommt es aus Dungeons and Dragons oder irgend so einem klassischen Rollenspiel. Universum. Und zwar geht es, glaube ich, tatsächlich auf eine reale Geschichte zurück, dass anscheinend es Priestern nicht erlaubt war, Klingenwaffen zu benutzen. Weil das irgendwie, entweder steht da irgendwas in der Bibel oder ist es irgendeine Geschichte von irgendwelchen Gesetzen, dass Mitglieder des Klerus dürfen keine Blankwaffen, Klingenwaffen führen. Und deswegen durften die nur Streitkolben tragen. Glitch Inc., such dir da doch bitte jemand anderen. Ich bin gerade beschäftigt. So. Footpad haben wir hier nochmal. Also, das scheint tatsächlich auf eine reale Hintergrundgeschichte zurückzuführen zu sein, warum Priester Streitkolben tragen. Aber bestimmt kennen sich da Leute in den Kommentaren und/oder im Chat besser aus. Da könnt ihr dann. Genau, sie dürfen kein Blut vergießen, richtig. Broken Arrow, genau. Ich glaube, das ist die Geschichte. Dass sie kein Blut vergießen dürfen. Deswegen schlagen sie ihre Gegner zu Brei, ohne dabei Blut zu vergießen. So, wo sind denn hier noch Säckchen? Good day to you. Have a good one. See you later. Ja, lass uns noch die Säcke machen und dann bin ich raus hier. Das wird jetzt, glaube ich, einfach 2 Stunden dauern, bis ich dahin geschwommen bin, ne? Also, da machen wir uns jetzt bitte auch nichts vor. Kleine Bitte von mir noch, nutzt gerne Whisper bitte nur für Gilden-Invites. Wenn ihr gerne kommentieren möchtet, könnt ihr es gerne im Twitch-Chat machen. Aber einfach, damit es für mich einfacher ist, dass ich nicht ständig verschiedene Sachen lesen muss. Ich lade einfach jeden ein, der whispert. Dann können wir das ein bisschen übersichtlicher machen. Und dann können auch alle anderen im Chat mitlesen und interagieren. Ach komm, Leute, Westfall ist doch was, oder? Westfall hat doch Herz, muss man sagen. Ich mag Westfall.
Westfall ist einfach fantastisch. Ich liebe Westfall. Es hat so eine... Ah, es ist interessant, weil es ist ja einerseits so eine Bauernhofwelt, aber auch eine Art Wüste irgendwie. Ne? Also mit diesen Staubteufeln und dann sind diese Geier da, die ja so gar nicht in das Bild von einer Bauernhofwelt passen. So ein Geier. Also da denkt man ja eher so an Wüste oder komplette Abgeschiedenheit irgendwie. Und bei Bauernhof denkt man ja irgendwie so an, ja, freundliche, nahbare, saftige Weiden und so. Also irgendwie ist es ein ganz merkwürdiges Design, finde ich. Aber es funktioniert total gut. Und dann mit diesen Robotern. Ich meine, das ist ja auch interessant, ne? Du spielst ein Fantasy-Spiel. Und die erste Welt ist ja Ritter in blanker Rüstung und irgendwie dann so eine Kapelle mit Klerikern und alles ganz straight, einfach Mittelalter-Fantasy. Und dann gehst du als Human in das nächste Gebiet und da sind Roboter, die die Ernte machen. Einfach direkt Roboter. Wo man schon mal sagt, okay, das ist schon mal eine Ansage einfach so. Wir machen hier, was wir wollen. Ach, der ist immun gegen Blutungsschaden, weil er ein Roboter ist. Guck mal. Das ist schon geil für dich. So. Kann man denselben Sack zweimal aufnehmen, ist die Frage. Oh, da ist der Geier, Level 11. Sind hier irgendwo die... Ich glaube, hier sind keine Säcke. Ich bleib hier mal ganz entspannt. Die Frage ist natürlich, ob wir es richtig try-hard machen und uns für die Schwimmaktion noch Schwimmtränke besorgen. Die habe ich nämlich gerade bekommen. Nee, habe ich noch nicht. Ich habe nur Blackmouth Oil. Und ich glaube, aus diesem Blackmouth Oil, was ja so ein Fischöl ist, kann man dann Schwimmtränke machen. Need more rage. Not enough rage. Ach, können die dodgen, die Roboter? Dodge ist natürlich für einen Krieger wichtig, weil der dann Overpower machen kann, wenn der Gegner dodgt, was eine ziemlich starke Fähigkeit ist. Und da muss man sich auch mal damit beschäftigen, was eigentlich Dodgen bedeutet. Und wer alles dodgen kann. Ich weiß nicht, ob jeder Gegnertyp automatisch... Oh, da ist ein Sackel. Nein, Herr Mauer! Der hat mir schon zwei Säckel weggelootet hier. Need more rage. Not enough rage. I can't do that yet. Need more rage. Da komme ich nicht durch, nicht mal als Zwerg. Was soll das denn sein hier? So, gibt's hier noch Säckel für mich? Gibt's hier noch Säckel für mich? Come on. Das sollte nur der Auftakt sein. Das sollte eigentlich nur die Einleitung des heutigen Streams sein. Das ist wie wenn du ein Buch kaufst und das Vorwort ist 80% des gesamten Buchs. Dieses Buch habe ich geschrieben in meinem Urlaub. In Rügen. Es hat sich am Strand erstmal. Hatte ich da irgendwie Papier mitgenommen und dachte, ich schreibe auf so einem Blog. War das so feuchte Luft irgendwie, dass es so richtig schlierig, schmierig war. Dann dachte ich mir, nee, komm, dann schreibst du doch am Laptop. Und dann war da aber Sand. Da war so ein leichter Wind in der Luft. So ein Wind, der dann immer so diesen Sand auf den Laptop geblasen hat. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht gut sein. Und dann hat es immer so geknirscht, wenn ich die Tasten angeschlagen habe. Und da habe ich gesagt, weißt du was, Kinder? Ich mache es jetzt doch ganz klassisch. Ich nehme es auf mein Handy und tippe es heute Abend ab. Dann habe ich das gemacht. Dann hatte ich da aber diese ganze Zeit diesen Wind drauf. Dann habe ich erst das komplette erste Kapitel da auf mein Handy gesprochen. Und dann
Bin ich zu Hause angekommen, dachte ich, okay, jetzt tippe ich alles ab in Ruhe. Und dann habe ich aber nichts verstanden, weil ich nur Möwen gehört habe. Ich weiß nicht, habe ich das Handy falsch rumgehalten? Weil da waren eine Menge Möwen in der Luft, aber. Und ich dachte, ich lag so entspannt auf meinem Handtuch auf dem Rücken und dann dachte ich, hätte das eigentlich so zu meinem Mund ausgerichtet. Aber eigentlich anscheinend hatte ich, und das habe ich gar nicht bemerkt, das ist ein neues Handy, habe ich dieses Mikrofon in die Luft ausgerichtet und habe ich nur die Möwen gehört die ganze Zeit. Die ganze Zeit nur die Möwen und dann habe ich alles nochmal machen müssen. Und du liest es und denkst dir, wann geht das Buch los? Und genauso ist dieser Stream auch so ein bisschen. Du denkst dir, ich will ihn schwimmen sehen. Ich habe hier eingeschaltet, um einen Zwerg schwimmen zu sehen. Und aktuell schwimmt hier niemand. Ich bin stocksauer. Ich rufe gleich an bei Twitch und fordere meinen Prime-Sub zurück. Weil so geht's nicht. I need to get closer. So, liebe Leute. Jetzt haben wir Oats. Oats. Schön abgeben. Dann holen wir den Flugpunkt. Und dann wird geschwommen. Und dann wird geschwommen. Hey there. See you around. Ah, ja, geil. Ach, oh, plus eins Rüstung auf dem Umhang. Yes. Die Gegner sind auch so dumm, dass sie auf meinen Umhang draufschauen. Wenn die wüssten, dass ich auf dem Umhang 9 Rüstung habe, die würden sich so ärgern. Die würden sich kreuz und blau und krümelig ärgern, würden die sich. Wenn die wüssten, was ich für einen Panzerumhang habe und die hauen immer den, hau dir mal auf den Rücken, du, hau dir auf den Rücken. Aber nix da. Ich bin nahezu immun vom Rückenschaden her. Arganesta, vielen Dank für den Sub, dankeschön. Und vor Mitternacht hier kein Zwerg schwimmt, die abonniere ich. RPS verstehe ich absolut. Ich sehe, du bist schon stockhochroter Kopf, sitzt vor dem Rechner, haust in die Tasten mit ein bisschen zu viel Energie. Die Tastatur ächzt. Obwohl sie nichts dafür kann. So. The Defias Brotherhood. Ob das eine relevante Quest ist? So. Was haben wir denn hier noch? Das kann weg. Lass uns mal alles schon mal sammeln, was weg kann. Dann geht's schneller beim Verkaufen. Okra gebe ich auch weg. Ich weiß, das brauche ich für eine Quest, aber ich brauche mein volles Potenzial im Nachtelfengebiet. Weil ich würde dieses Nachtelfengebiet gerne auf einen Rutsch abackern. Damit ich da nicht ständig hin und her muss. Auch wenn es geht, ne? Wenn man einmal Minitil hat als Flugpunkt, dann geht's. Kriegen wir hin. War ursprünglich ein fruchtbares Land und die Kornkammer der Allianz. Kam es in Vergessenheit geraten? Okay. Well met. Light bless you. Be careful. The People's Militia. For the Alliance. Lass uns das mal noch nicht annehmen, oder? Oder was ist The People's Militia? Be careful for the Alliance. Ich habe Angst, dass die Level 12er Quest irgendwann verschwindet. Nee. Nee, lass uns das. So. Flight Path. Gab's hier irgendwas? Ich glaube, hier gab's Taschen, oder? Trade Supplies. Hey, hier gab's Rezepte. I buy and trade. Okay. 58 Silber. Leute, ich bin stockreich. So. Jetzt mal für alle WoW-Geografie-Unbedarften. Was heute passieren wird, ihr seht jetzt gleich, mich von hier dieses Ufer entlang schwimmen bis hier nach Menethil.
Hier ist die Hafenstadt Minitil. Hier entlang schwimmen. Hier einmal komplett um Dunmorro rum. Und dann hier hin. Soweit ich weiß, hier oben gibt es Murlocs. Und hier gibt es auch nochmal Murlocs. Da muss ich gucken, dass ich nicht zu nah an die Rand schwimme. Ansonsten dachte ich, machen wir uns vielleicht ein Hörbuch an oder ein Hörspiel. Irgendwie Bibi und Tina oder die fünf Freunde oder irgendwie so Hachipu. Ich weiß nicht, kennt Hachipu noch jemand? Irgendwie so ein klassisches Hörspiel oder den Räuber Hotzenplotz. Oder eines meiner Lieblingshörspiele habe ich tatsächlich sehr gerne gehört, Erkan und Stefan. Oh, das war so ein Nostalgieflash. Da habe ich irgendwann mal erzählt, glaube ich, im Stream davon, dass ich diese Erkan und Stefan CD, weil ich habe mir immer die CDs, die ich hatte, habe ich mir immer auf Kassette überspielt. Ich war damals ein fähiger DJ, muss man ganz ehrlich sagen, als Kind. Ich habe selber Kassetten bespielt, Teenies Geldkrieg und Lachshow, und umgespielt von CD auf Kassette, weil ich konnte immer Kassette in meinem Bett hören und dann wollte ich es immer alles auf Kassette haben. Und da hatte ich Erkan und Stefan, das war richtig gut. Und das hat irgendjemand gehört und hat mir tatsächlich die alte CD geschickt, weil ich habe das mittlerweile alles nicht mehr. Und dann habe ich da nochmal reingehört und meine Herren, war das Nostalgie-Kindheitsflash. Das war, also heute, ja, sag mal, humortechnisch natürlich ein bisschen angestaubt, klar, aber war schon nicht schlecht, war schon nicht schlecht. So, Leute, packt die Badehose aus. Ich hoffe, ihr habt genug Sonnencreme dabei. Hier ist ein Tauren. What the fuck? Okay. Hier ist ein Tauren? Haben sie sich verschwommen, der Herr? So. Oh, war aber kalt ein bisschen, oder? Oh, wird das aber, das wird wärmer? Wird das wärmer, wenn man draußen ist irgendwo? Okay. Los geht's. So, sind wir schon da? So, ihr Lieben. Worüber wollen wir reden? Was habt ihr vor? Hat jemand irgendwie so ein witziges Spiel, Reisespiel? Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau. Das Meer? Nein. Der Himmel? Ja. Okay, du bist dran. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau. Der Himmel? Nein. Das Meer? Ja, okay. Und das machen wir stundenlang. Auf welchem Server wird gespielt? Nekrosch, Ausrufezeichen Server. Tja, und sonst so, wir können hier mal gerne diesen herrlichen Sternenhimmel auch mal ein bisschen genießen. Oh, der Riesenmond, ne? Da leben die Träner jetzt drauf, aber bald stürzen sie ab. Bald stürzen sie ab, aber das wissen wir eigentlich noch nicht. Wissen wir eigentlich nicht mehr. Autokennzeichen raten. Mache ich auch gerne. Autokennzeichen raten mache ich immer gerne. Ich frage mich, ob das ein... Weil man kann ja sein Kennzeichen, kriegt man ja irgendeins ausgewürfelt oder man darf es selber bestimmen. Und ich versuche immer zu raten, ob jemand es selber bestimmt hat oder nicht und was es heißen könnte. Ob das dann irgendwie die Namen der Familie sind oder so. Aber wir können ja in der Zwischenzeit mal richtig schön viele Leute rausschmeißen, oder? Ach, guck mal, hier gibt's Last Online. Hier. 4 Tage Offline Level 6. Ab wie vielen ausgelockten Tagen ist man wahrscheinlich tot? Komm, wir schmeißen mal alle 4er raus. Wir schmeißen mal alle 4-tägigen raus. Und dann müssen wir ein Auge offen halten.
Ist gnadenlos, klar. Oh, wir haben Fatigue. Tschüss. Ja, wohl Level 10, ne? Ja, das ist schon hart, ne? Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Warte mal, wir können mal gucken, wer alles gestorben ist. Never die late. Never die late ist mit Level 16 gestorben. Gut, kann jetzt jeder selber einschätzen, ob das jetzt late ist oder nicht. Aber der hat sich, glaube ich, dankenswerterweise selber rausgenommen. Was natürlich sehr gut. Oh, ich glaube, wir sind gerade in Stormwind offiziell. Kannst du erklären, warum du da lang schwimmst? Wir wollen in das Nachtelfenstartgebiet, um da noch mehr Quests zu machen. Und Nachtelfenstart, also es gibt zwei große Kontinente, Kalimdor und die östlichen Königreiche. Und ganz grob, ganz grob kann man sagen, dass die östlichen Königreiche eher Allianzgebiet sind und Kalimdor eher Hordegebiet. Aber natürlich, die cleveren Game Designer von WoW haben gesagt, das wäre langweilig. Man muss das natürlich auch so ein bisschen aufpeppen. Und deswegen wurde das auch so ein bisschen durchgemischt, hat natürlich auch seine Gründe in der Lore und alles. Und die Nachtelfen, die der Allianz angehören, die starten hier oben auf dieser kleinen Insel, die eigentlich ein riesiger Baum ist. Hier sieht man die Wurzeln, das ist eigentlich ein Baum. Und deswegen ist es... Was ist das für ein Geräusch? Warum sind ständig irgendwelche Sachen offen? Das werde ich als Mac-User nie verstehen. Bei Mac-User, bei Mac-Programmen, da macht man den Knopf aus und dann ist Ende. Und bei Windows ist alles noch immer so halb an irgendwie so. Ich weiß nicht, ich komme dann einfach nicht mit klar. Ich bin es gewohnt, wenn ich einen Föhn ausmache, dann ist aus. Und nicht, der ist noch auf Standby oder im Hintergrund oder lädt irgendein Föhn-Update runter oder so. Nein, der ist einfach fertig. Einfach fertig. Iba-Fan, danke für die 20 Monate-Subs. Herzlich willkommen. Oh, ich habe auch wieder Rückenschmerzen. Ich kann es mir gar nicht erklären. Hat das vielleicht was mit meinem 8-stündigen Ich-sitze-auf-einem-Stuhl-Stream zu tun? Habe ich ja letztens gemacht. Da habe ich 8 Stunden lang durchgehend auf einem Stuhl gesessen. Habe auch nebenbei WoW gespielt, aber ich glaube, die Hauptattraktion für die meisten Zuschauer war, dass ich auf dem Stuhl saß. Oh, jetzt tut mir den Rücken weh. Xenox, vielen Dank für den Prime-Sub. Danke dir. So, ja, was machen wir denn? Ein Bekannter von mir hat mal gesagt, dass WoW seine Lore von Warhammer geklaut hat. Kenne mich nicht gut damit aus, ist da was dran? Also, generell in der Literatur- und kreativen Branche ist das immer so. X hat von Y geklaut. Da kann man generell abwinken und sagen, so einfach sind die Dinge nicht. Aber in der Tat hat Warcraft viele Dinge, viele Elemente übernommen. Gibt ja auch, glaube ich, einige Streitfälle genau deswegen. In Warcraft 3 gab es zum Beispiel diesen fliegenden Helikopter, den sie Gyrocopter genannt haben, was aber anscheinend eine Copyright- oder Urheberrechtsverletzung war an Warhammer, weil Warhammer eine ähnliche Einheit in ihrem Spiel hatte, die auch Gyrocopter hieß. Und deswegen heißt die heute, wenn man sich heute Warcraft 3 installiert, heißt die Einheit Flying Machine und nicht Gyrocopter, obwohl sie von der normalen Spielerschaft auch Gyro oder Gyrocopter genannt wird, heißt sie im Spiel tatsächlich nicht so. Ähnlich geht's, ähnlich die Wyvern ist, glaube ich, auch ein ähnliches Problem, die Windrider heißen. Also es gab, glaube ich, soweit ich weiß, da so ein paar Geschichten, die da sind. Die Lore selber
Also jetzt von der Hintergrundgeschichte weiß ich nicht, ob da viel geklaut wurde. Ich finde, das ist ein der Sache unwürdiger Begriff, immer zu sagen, X hat Warhammer klaut von Herr der Ringe, Herr der Ringe klaut von irgendeinem Märchen, Wagner klaut von dem und hier und hin. Mein Gott, alle Fantasy-Geschichten sind irgendwo ähnlich. Und natürlich die Idee, einen Hubschrauber zu haben oder einen Helikopter, der so ein Flugzeug-Hubschrauber-Hybrid ist, jetzt, naja gut, da klaut man dann auch von irgendjemandem. Deswegen ist das, finde ich, keine so interessante Diskussion, weil am Ende sind die Universen, finde ich, schon sehr unterschiedlich. Also ich fühle das Warhammer-Fantasy-Universum schon ganz anders als das Warcraft-Universum. Die bilden einfach komplett andere Auslegungen von Fantasy ab, auch wenn es hier und da Überschneidungen gibt und man sich vielleicht inspiriert hat. Ich meine, die meisten Leute, die an irgendwas arbeiten, machen das, weil sie Fans sind von irgendwas, was es schon mal gab. Wenn du jetzt heute Fantasy-Autor bist, dann hast du wahrscheinlich Herr der Ringe gelesen, hast wahrscheinlich Game of Thrones gelesen und dann schreibst du irgendwas und dann wirst du wahrscheinlich irgendwas Ähnliches schreiben, weil du es cool findest. Und dass dann irgendjemand sagt, geklaut oder so, finde ich albern. Das kommt in der Regel, finde ich der Sache nicht ganz gerecht. Blizzard sollte ein Warhammer MMORPG machen, hat aber die Rechte nicht bekommen. MMORPG meinst du? Du meinst Strategiespiel, oder? Als Warcraft-Spiel. Blizzard hat zugegeben, dass sie Warhammer krass geklaut haben. Wie gesagt, es gab diese Fälle, dass sie übernommen haben. Und anscheinend war das auch die Idee ursprünglich, dass Warcraft ein Warhammer-Spiel sein sollte und dann Sachen umgeändert wurde. Bei der Lore bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie das da ist, ob die Geschichte ähnlich ist. Aber das ist immer die Formulierung. Hat sogar zugegeben, dass sie geklaut haben. Das ist, finde ich, immer so eine ganz merkwürdige Betrachtungsweise. Die haben nicht zugegeben, sondern es ist halt einfach so. Und dann sagen sie, okay, ja, gebe ich zu. Jetzt, wir haben ein Verbrechen begangen und das gebe ich jetzt zu, dass wir krass geklaut haben. So ist das ja in der Regel nicht. Ja, man inspiriert sich halt einfach. Entwickler in ihrem Tagebuch ganz offen gesagt, dass sie sich aus verschiedensten IPs inspiriert haben lassen. So wie das jeder Entwickler von jedem Spiel macht. Ist immer die Frage ist halt nur, wie populär sind die Dinge, von denen man sich inspirieren lässt. Ich glaube, es gibt kein Werk, das wirklich für sich selber steht. Die Frage ist nur, lässt man sich vom Mainstream inspirieren oder von irgendwelchen obskuren schwedischen Zeichentrickserien, die kein Mensch kennt, weswegen es einen auch niemanden interessiert, dass man irgendwie da Sachen übernommen hat. Ich glaube, mich stört nur diese harte Formulierung mit klauen. Das ist, das glaube ich, stört mich eher, dass man das so als was Verbotenes formuliert und sie haben zugegeben, dass sie geklaut haben. Das finde ich immer so eine merkwürdige Betrachtung der Sache, weil das impliziert, dass das was ganz Ungewöhnliches, Verbotenes und noch nie Dagewesenes ist, was es überhaupt nicht ist. Das ist ganz normal. Guck mal, hier ist tatsächlich was. Aber ja, ich glaube, um das nochmal so ein bisschen abzuleiten, das ist, glaube ich, auch was für den außenstehenden, nicht kreativ arbeitenden Menschen auch einen anderen Stellenwert hat. Das gibt es zum Beispiel auch ganz, ganz oft bei Comedy, dass man sagt, der hat den Gag bei den Simpsons geklaut. Oder der hat da was geklaut. Und das ist, glaube ich, das sagen Leute einfach so dahin. Aber in der Comedy-Szene ist es durchaus ein harter Vorwurf, vorgeworfen zu bekommen, dass jemand was geklaut hat, was die Leute wahrscheinlich in der Regel gar nicht so hart meinen, aber natürlich erstmal sehr ein harter Vorwurf ist für die Person, die es bekommt. Das ist dann immer so ein bisschen unangenehm, aber die Leute meinen wahrscheinlich eher, der Witz erinnert mich an Witz aus den Simpsons und ich formuliere das ein bisschen kokettierend keck als mit dem sehr harten moralischen Wort klauen,
Wollen aber sagen, ah, guck mal, da sind ähnliche Sachen drin. Das ist von der anderen Seite übrigens auch sehr unangenehm, wenn man zum Beispiel einen Tweet liest wie, den Gag habt ihr vom Podcast UFO geklaut. Da fühle ich mich immer gezwungen zu schreiben, nein, haben sie nicht, ist ein ganz anderer Gag, überhaupt kein Problem, alles wunderbar, alles cool. Was natürlich egal ist, weil die Person das nicht so gemeint hat, aber das ist immer auch blöd, wenn man auf der anderen Seite steht, wenn dann Leute dieses Wort klauen so einfach so mir nichts, dir nichts durch den Raum werfen, obwohl das vielleicht gar nicht so immer gemeint ist, aber das kommt natürlich auf die Betrachtungsweise an. Originalität kommt den Leuten sehr wichtig vor. Ja, ich glaube, das hängt natürlich damit zusammen, dass wenn man etwas mag, will man, dass es auch einzigartig ist und nicht so, na, das ist ja nur wie X in anders so. Das muss dann einzigartig sein. Und deswegen glaube ich, ist es für viele eine harte Beleidigung, wenn ich sage, mein Lieblingsspiel ist X. Ja, aber das ist doch eigentlich nur geklaut von XY. Das ist ja eine Art, irgendwie was kaputt zu machen. Das ist ja das Erste, was man immer hört. Also bitte, bitte jetzt, bitte nicht diese Diskussion anfangen, aber dieses ganze WoW, League of Legends, CSGO, Valorant-Gedöns, wo immer kommt, das ist ja nur von CSGO geklaut. Was ja so eine Verteidigungsgeste ist, so, das ist nicht das Echte. Ich spiele das echte Original, nicht die Fälschung, nicht den Diebstahl. Was ja so eine, ich will es für mich behalten, ich will es einem Wert geben, den es vielleicht gar nicht hat, sondern der Wert ist einfach nur darin, dass es mir Spaß macht. Und dann will man sofort es verteidigen mit, ah, die haben ja nur geklaut. Das ist ja eigentlich nichts Wertvolles, ist ja nur geklaut eigentlich. Aber ja. Wenn ich Pokémon erfunden hätte und dann macht eine genau dasselbe mit denselben Pokémon, würde ich von Klauen reden. Aber Sebastian, darum geht's nicht. Niemand redet davon, die exakt gleichen Pokémon exakt genauso zu machen. Und da gab's ja auch, deswegen wurden ja auch diese ganzen Elemente umbenannt bei Warhammer und Warcraft. Das ist ja völlig legitim. Das gibt's ja auch noch zum Beispiel dann weiterführend, also wenn man sagt, erst kommt Warhammer, dann kommt Warcraft. Und dann gibt's innerhalb von Warcraft kam Dota und dann kam irgendwann Dota 2 und dann haben die Rechteinhaber von Blizzard irgendwann gesagt, hey, eure Dota 2 Helden sind zu nah an Warcraft 3 Assets, ändert die mal. Und auch da wurden wieder Dinge geändert. Also die Blizzard Firma, die Dinge ändern musste, weil sie zu nah an Warhammer war, hat jetzt Valve und Dota 2 aufgefordert, Dinge zu ändern, weil sie zu nah an Warcraft sind. Das ist ja vollkommen normal und das ist ja in Ordnung. Da sagt ja niemand, dass das ein Problem ist. Dass man Urheberrechte verteidigt oder so, das ist ja völlig normal. Die Frage ist, sagt man jetzt, ja, das ist geklaut. Macht man so einen harten, moralischen, abwertenden Vorwurf, ist die Frage. Oder sagt man, ja, es ist halt das Kreativbusiness und man muss immer gucken, wie nah sind die Dinge aneinander und wie weit muss man sie abändern, damit es anders ist. Aber ja, anscheinend ein sehr intensives Thema für euch. Ist League of Legends legit von Dota inspiriert? Ich weiß nicht, was du damit meinst. Es ist ein Genre, in dem es verschiedene Spiele gibt. Und das Genre ist, soweit ich weiß, entstanden. Ich weiß nicht, ob es in StarCraft auch schon was Ähnliches gab in der Richtung. Aber innerhalb des Genres gibt es verschiedene Sachen. Verschiedene Spiele. Ich glaube, mir geht es eher darum, wie man das wertet. Aber vielleicht bin ich da auch überempfindlich, weil jetzt schreiben Leute, LOL ist ein Dota-Klon. Was für mich immer, und vielleicht stehe ich da falsch, vielleicht meinst du das gar nicht, immer so eine abwertende Konnotation hat, so dieses, das ist ja nur ein Klon. Vielleicht meinst du das ja gar nicht, vielleicht bin ich da ja auch überempfindlich, dass ich da irgendeine abwertende Konnotation mit reinlese, die da gar nicht drin ist.
Aber je nachdem, es wird, glaube ich, auch auf abwertend genannt, deswegen ist es nicht automatisch immer abwertend. Aber ich glaube, das ist eher so der Aspekt, der mich stört an der Diskussion. Dass es oft als Qualitätsmerkmal benutzt wird und sagen, das ist ja nur ein Klon. Ich glaube, es ist nur einfach auch schwer, weil als Konsument überblickt man ja niemals die Hunderte und Millionen Sachen, Produkte, die es gibt. Also man merkt ja auch gar nicht, also die Dinge, die oft als Original gehandelt werden, sind ja auch oft gar nicht die Originale, sondern auch inspiriert von irgendjemandem. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen mein Stolz gekränkt, weil das immer so eine Reduktion ist, die dann auch wehtut. Weil das kenne ich ja auch selber sehr gut. Da haben wir zum Beispiel bei Gute Arbeit Originals haben wir ja diese Götterreihe gemacht, diese Sketchreihe, wo Gott so ein bisschen dokumentarisch begleitet wurde. Ich glaube, die Hälfte der Kommentare waren, das ist ja wie Stromberg, haha, wie Stromberg, Stromberg. Alles, was eine Dokumentation ist, ist automatisch Stromberg. Das ist ja von Stromberg geklaut, als würde ich Stromberg klauen. Was einen als Produzent ein bisschen irritiert, weil ja Stromberg legendärerweise eine 1:1 Adaption vom The Office ist. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen paradox, wenn es dann die Abkupferung sozusagen als Original gehandelt wird und das auch noch als was Schlechtes ist, was es in meiner Meinung überhaupt nicht ist. Aber es ist einfach ein Genre. Mockumentary gab es davor schon, wird es immer geben, gibt es Hunderte, gibt es ganz, ganz verschiedene. Aber in der Regel kennt der Konsument ja nur eins, das Bekannteste. Und alle andere aus dem Genre sind dann Imitationen oder Kopien oder das ist ja abgekupfert oder abgeschaut oder ein Stromberg-Klon oder sowas in der Richtung. Aber das ist natürlich auch immer Ansichtssache. Das kann natürlich der Konsument auch nicht leisten, das immer komplett zu überblicken. Aber ich glaube, je mehr man sich mit solchen Sachen beschäftigt, desto mehr merkt man, dass alles eine Kopie einer Kopie einer Kopie einer Kopie ist. Und dass überhaupt nichts weder Verwerfliches noch Besonderes ist, dass es irgendwie ähnlich ist. Ich hatte euch online auf der Gamescom verfolgt, aber nicht so ganz verstanden bezüglich des letzten Tags von Lars. Schau gerne auf seinem Instagram-Kanal vorbei, da hat er ein Statement gepostet, da hat er alles erklärt. Er ist nicht mehr fest bei Rocket Beans TV, sondern wird nur noch hier und da vereinzelt in Sendungen auftauchen und hofft, so gut es geht, verflixte Klicks und pfiffige Ziffern weiterzuführen, auch wenn da jetzt erstmal eine Pause eingelegt wurde, weil Lars jetzt natürlich neuen Weg geht, neue Arbeit angeht und da sich auch erstmal einleben muss. So, wir haben schon ein gutes Stück geschafft. Sieht gut aus. Darf man erfahren, in welchem Bereich er jetzt arbeiten wird? Lies dir doch das Statement von Lars vor und frag das doch Lars einfach. Oder warte darauf, dass Lars sowas ankündigt. Wenn das nicht im Statement von Lars steht, dann werde ich doch jetzt dir das nicht sagen, oder? Verstehst du das ein bisschen? Dass du jetzt nicht von mir irgendwelche Informationen bekommst,
die Lars nicht in seinem Statement, das dazu gedacht ist, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, dass ich das jetzt nicht sage. Klär das doch mit ihm. Referateshow ist aktuell geplant. Allerdings ist es immer schwierig, weil es viel Arbeit ist und die wenigsten Leute Lust auf viel Arbeit haben. Ich habe kein Social Media, ich glaube, dann kannst du es im Rocket Beans Forum auch nachlesen. Wie sieht es mit der Katapult-Show aus? Naja, ist natürlich ironisch, dass wir jetzt auch mit dem Katapult-Verlag zusammengearbeitet haben für das neue Kartenbuch rund um das Thema Gaming. Vielleicht ergibt sich da nochmal eine Möglichkeit. Zuschauer-Wildcard für die Referateshow, sehr, sehr riskant und machen wir in der Regel nicht. Es ist sehr riskant, einfach Zuschauer in so eine Sendung einzuladen, weil man nicht weiß, funktioniert die Person vor der Kamera, kann man das auch machen, interessiert das irgendjemanden? Man müsste dann eigentlich ein Casting machen, wie das geschehen ist mit dem Pen & Paper von Steffen, dem Dungeons & Dragons Pen & Paper, wo man sagt, da macht man Casting und findet neue Leute. Wildcard einfach random Zuschauer in die Sendung nehmen, kann mega cool sein, aber das Risiko ist einfach hoch, dass es eine Person ist, die vor der Kamera nicht unbedingt funktioniert, deswegen ist es immer so schwierig. Referateshow habe ich mit meinen Freunden und adaptiert und mache das zweimal im Jahr. Auch sehr cool. Freut mich, nice. Auch mit zufälligen Themen, sehr cool. Referateshow mit externen Gästen ist auf jeden Fall geplant, ja. Auf jeden Fall. Oh, wir sind offiziell in Wetlands. Ja, okay, dauert noch ein Stück. Ja, man muss sagen, bei der Referateshow werden auch einfach uralte Schulängste nochmal aufbelebt. Also ich glaube, die meisten Menschen machen einen Beruf nicht um Geld zu verdienen, sondern um einfach nicht mehr in der Schule sein zu müssen und nicht mehr Referate zu halten oder ausgefragt zu werden. Deswegen ist natürlich die Referateshow da schon ein Risiko, wenn man sagt, hey, hast du Lust, nochmal deine Urängste durchzuleben? Ist bei dir auch ein Buch geplant? Hättest du Lust, eins zu schreiben? Naja, gut, natürlich mein Zwergroman, der Hornzwerg, ist natürlich aktuell in der Presse. Also das ist natürlich eine ganz dramatische Geschichte von einem Zwergenvolk, das komplett abgeschieden im Berg lebt und so eine Antichristfigur hat. Also es gibt da immer wieder die Erzählung davon, dass, also die ursprüngliche Geschichte ist die, dass die Zwerge ursprünglich an der Oberfläche gelebt haben, aber dann kam der Hornzwerg und dann mussten alle Zwerge fliehen. Und man sagt aber, dass der Hornzwerg nach den Zwergen sucht, aber die Zwergenfestung ist so stark abgeriegelt und die sind so isoliert, dass eigentlich nur mit dunkler Magie der Hornzwerg eindringen könnte. Und es gibt eine Prophezeiung, die ist sozusagen in so einer, also wenn da, die bauen da so Erze ab, ne, und dann stand in diesen, gibt es ja so Adern, wo diese Erze dann verlaufen, und in diesen Erzadern stand wie als Schrift, stand diese Prophezeiung, sehr kryptisch, aber da heißt es irgendwas, dass irgendwie die dunkle Magie des Hornzwergs in diese Zwergenbinge einwabert und dort ein Kind geboren wird eines Tages, was sozusagen eine Reinkarnation des Hornzwerges ist. Der Hornzwerg diffundiert quasi so durch dieses Gestein und wird dann in Form eines Zwergenkindes geboren in der Zwergenwelt. Unser Protagonist interessiert es überhaupt nicht. Der passt nicht auf in der Schule und wie ging es dann weiter? Dann fällt er irgendwo einen Schacht runter, glaube ich, und dann hat er irgendwie so... Irgendwas war, dann geht die Spitzhacke kaputt und hängt ihm irgendwie im Helm
Und dann kommt er wieder zu den anderen Zwergen und dann wird er für diesen Hornzwerg gehalten. Und dann wird er sozusagen verstoßen. Dann wird erstmals nach tausenden von Jahren wird das Tor geöffnet und er wird sozusagen von seinem Clan verstoßen an die Oberfläche und er ist sozusagen der erste Zwerg, der seit hunderten Jahren überhaupt an der Oberfläche ist. Und er ist super traurig, weil er verstoßen wurde von seiner Familie und allem und so. Aber dann geht's ihm gut, weil dann trifft er so lauter Tiere und so und Weggefährten und so. Ja, sowas. Sowas halt. Schreibt sich von selbst quasi. Und ja, die Druckdauer dauert halt lang. Ne? Er ist geklaut, die Story ist geklaut, das stimmt. Das stimmt. Aber zum Glück wisst ihr nicht, wovon geklaut. Ich schreibe auch ganz offensichtlich in die Einleitung, diese Geschichte ist geklaut. Wer rausfindet, wovon, kriegt ein kostenloses Buch. Ciao. Oh, Leute, ich liebe Sumpfland. Ich bin ein riesen Sumpfland-Fan. Wetlands. So, hier ist schon der Hafen, glaube ich. Jetzt, lass uns mal kurz gucken, ab wann hier Erschöpfung kommt. Ich glaube, ab der Karte, wenn hier diese Linie überschritten ist, ne? Dann kommt Erschöpfung, glaube ich. Dann wird es mehr tief. Genau, jetzt sieht man es hier auch. Ab jetzt wird es mehr tief. Und jetzt kommt... Ah nee, wenn es dunkelblau ist sogar. Wenn es ganz tief ist. Lass uns das kurz mal testen, ob das hier in der Farbe liegt. The Great Sea. Ja, jetzt kommt Erschöpfung. Also, dann bleiben wir jetzt innerhalb des blauen Bereichs. Dann sollte eigentlich alles gut sein. Gehen wir hin. Kann man sich auch bandagieren, wenn man ertrinkt? Ich glaube ja, ne? Aber das wird dann unterbrochen durch Schaden. Oh, hier kommt nochmal ein Loch, glaube ich, unter Wasser. Alter, ist es so furchteinflößend, wenn so ganz tiefes Wasser unter einem ist. Ich glaube, ich könnte auch nicht im offenen Meer schwimmen. Wenn man so weiß, da sind so Kilometer tief unter einem ein. Boah, furchtbar. Hab keine Ahnung von WoW. Was macht Florentin? Warum denn den Weg übers Wasser? Es gibt verschiedene Rassen in WoW, die man spielen kann: Zwerge, Elfen, Menschen, alles Mögliche. Und diese verschiedenen Rassen starten an unterschiedlichen Punkten der Karte. Die Nachtelfen starten hier oben, die Menschen irgendwo hier unten, die Gnomen in der Nähe irgendwie hier unten. Und dann haben die ihre eigenen Gebiete, diese verschiedenen Rassen. Und dann leveln die hier, machen hier die ganzen Quests in ihren Gebieten. Und irgendwann kommen alle diese verschiedenen Gruppen zusammen. Ab irgendeinem Punkt im Spiel, sagen wir mal Level 20, questen die in den gleichen Gebieten und dann sagen, ja, hallo, du bist ein Elf, hallo, du bist ein Zwerg. Wir haben bis jetzt isoliert voneinander gequestet, aber jetzt kommen wir zusammen. Also unterschiedliche Startgebiete kommen irgendwann zusammen. Was ich gerade versuche, ist, ich möchte von einem Startgebiet einer Rasse, Zwerg, in das Startgebiet einer anderen Rasse, Nachtelf, bevor sie zusammenfließen. Und das ist eigentlich nicht vorgesehen in dem Spiel. Eigentlich ist die Reihenfolge anders. Man soll eigentlich von verschiedenen Punkten, je weiter man levelt, sich irgendwann annähern. Man soll nicht hier diese Verbindung ziehen. Das ist nicht vorgesehen. Deswegen gibt es keinen normalen Weg, diese Startgebiete zu verbinden. Und deswegen
muss man ein bisschen kreativ werden, um durch Gebiete durchzukommen, in denen man eigentlich noch nicht sein darf. Deswegen würde ich große Schwierigkeiten bekommen, wenn ich durch dieses Gebiet laufen würde, also schwimme ich außen rum. Und jetzt hat das sehr lange gedauert, aber jetzt bin ich angekommen. Jetzt denkst du dir, Moment mal, dann musst du jedes Mal übers Meer schwimmen? Nein, weil wenn ich einmal hier bin, kann ich mir hier diesen Flugpunkt erschließen. Und jetzt kann ich in Ruhe hier hin und her fliegen, so oft ich will. Also, großer Vorteil, man muss die Strecke nur einmal schwimmen und dann hat man es schon geschafft. So, und jetzt fahren wir von Menethil nach Darkshore. So, Darkshore. Jetzt ist die Frage, ob wir uns irgendwann Angeln holen, ne? Weil da bekommen wir dann diese Blackmouth-Dinger. Wir müssen erstmal ein bisschen Quests aussortieren. Return to Brock. Komm, lass uns die auch wegschmeißen. Ah, das ist praktisch, dass die gleich gelöscht werden. So, jetzt haben wir 10 Quests offen. Guck mal hier, Reduron. Der ist natürlich mit Level 28 schon viel weiter. Der kann hier sich frei bewegen, kein Problem. Oh, ist der... Ach, man kann gar nicht die Talente sehen, ne? Wow. Krass, der hat Schulterpolster. Sehr cool. Schon sehr schade, wie viel RPG wir im Laufe der Jahre in WoW verloren haben. Aber dafür haben wir viele, viele schöne Dinge bekommen. Und um ehrlich zu sein, ist es natürlich charmant, wenn man wie wir jetzt eine Stunde lang übers Meer schwimmen muss. Aber eigentlich kann man sich's auch sparen. Manchmal, glaube ich, verklärt man auch negative Dinge sehr und sagt dann, ja, das war RP, wenn es einfach nur unbequem ist. Also ich bin da weniger nostalgisch. Ich freue mich auch darüber, wenn man dann ehrlich gesagt sagt, okay, warum macht man es nicht leichter? Aber deswegen, das ist ja das Gute in WoW, man kann ja Classic spielen oder Retail. Jeder kann das spielen, was er möchte. Die komfortablere Variante in Retail oder die etwas sperrigere, unbeholfenere Variante in Classic. Kann jeder spielen, wie er möchte. Ich glaube, ich bin überdurchschnittlich guter Bootläufer, muss ich sagen. Also Bootlauf ist einmal hier hinten rum. Dann hier drüber. Mit präzisen Sprüngen. Und dann hier hinten um den Mast. Also ich will jetzt mich nicht zu sehr in Ruhm suhlen. Aber ich glaube, ich schaffe eine sehr gute Rundenzeit auf dem Boot. Das sind präzise Sprünge, die hier abgeleistet werden müssen. Ah, ein bisschen Zeit verloren. Schön innen, schön hier genau den richtigen Winkel treffen. Ich meine, nicht, das habe ich halt schon hunderte Stunden gemacht. Genau diese Route. Aber das sind lila Zeiten hier, Freunde. Das sind... Oh, der war knapp. Ganz knapp hier hoch und zack. Ja, hier kann man auch noch einen schönen Sprung machen, ne? Eigentlich kürzer hier mit Sprung. So, aus der Runde. Oh! Oh! Ah, nee, das war nicht gut. Ja, bin ein bisschen eingerostet, gebe ich zu. Bin ein bisschen eingerostet. Alle Fahrhilfen aus. Also, ich erkläre euch jetzt nochmal, warum ich ohne Fahrhilfen spiele. Nein, keine Angst.
Leute, wir haben es geschafft! Oh. Habe beides lieben gelernt. Retail ist für mich ein Rogue Light M Plus pushen. Fertig. Ja, M Plus macht mir auch sehr viel Spaß. So, 11:30. Wie lange machen wir noch? Machen wir schon noch ein paar Quests, oder? Ich muss schon noch ein bisschen Levelfortschritt hier machen. Ey, die sind gar nicht so niedrig, wie ich dachte. Ah, doch, komm mal, die ganzen 12er-Quests. 12 und 14 können wir gut machen. Oh, geil, jetzt kriege ich hier auch Druiden-Buffs. Geil, das sind die coolsten Buffs. Zeit gespart. Muss hier alles optimieren. Alles optimieren. Warum willst du jetzt schon in einem anderen Gebiet sein? Das kann ich noch nicht nachvollziehen. Also, ich spiele hier World of Warcraft Hardcore. Das heißt, ich habe nur ein einziges Leben. Wenn ich sterbe, war's das. Dann ist die gesamte Spielzeit, die ich bis jetzt schon investiert habe, was jetzt schon bestimmt 15, 16 Stunden sind, ist alles weg. Also versuche ich, möglichst vorsichtig zu spielen. Und vorsichtig zu spielen bedeutet für mich, dass ich versuche, möglichst Quests zu machen, die ein paar Level unter meinem Charakterlevel liegen. Aber auch hier, so ist es eigentlich nicht vorgesehen, das Spiel zu spielen. Weswegen es, wenn man die Gebiete normal durchlevelt, nicht genug Quests gibt. Wenn man alle Quests macht, dann ist man ungefähr auf dem gleichen Level, manchmal sogar drunter von den Quests, die es so in dem Gebiet gibt. Es gibt fast eher zu wenig Quests, um komfortabel durchzuquesten, als dass man sich leisten kann, dass man Quests macht, die eigentlich zu niedrig sind für sein Level. Also mache ich alle Quests, die unter meinem Level sind, im einen Gebiet, gehe dann in ein anderes Gebiet, mache da alle Quests, die unter meinem Level sind, um dann wieder zurückzukommen und die Quests zu machen, die dann unter meinem Niveau sind. Also das ist alles eine Übung in Komfort und Vorsicht letzten Endes. What can I get for you today? Das ist eine Level 17 Quest, ne? Das ist natürlich... Ah, hier, das ist 12. Das ist alles gut. Ich nu dal dieb. A schafela. Greetings. Go in peace. Obwohl, warte mal. So, brauchen wir sonst noch welche? Buzzbox. Plagued Lands. Noki, vielen Dank, aber nein. Ich möchte selbst versorgt spielen. Nehme keine Geschenke, nichts an. Ach, der ist oben, ne? Das ist der Gnome. Mit seiner Buzzbox. Interesting. Be seeing you. Fruit of the sea for love eternal. The family and the fishing pole. Ach, das ist eine Angelquest, ne? Will ich angeln lernen, ist die Frage. What can I do for you? Watch your back. See you soon. Safe travels. Oh, der gibt einem die Fischausbildung? What? On your mind? Off with you. Das ist ja abgefahren. Müsste ich jetzt nur noch gucken, dass ich eine Angel krieg. So. Jetzt lass es erstmal hier ein paar Quests machen. Noch genug. Aber guck mal, jetzt haben wir über... Na? Warte mal ganz kurz. Wie heißt die Quest hier?
Deep Ocean Vast Sea. Lass uns die mal rausnehmen, damit ich hier noch die zwei annehmen kann. Deadmines haben wir auf jeden Fall vor, aber das dauert noch ein paar Level. Ich glaube, so Level 20 ist da eine Möglichkeit. Aber habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Brauchen wir natürlich gute Leute, ist klar. Aber die haben wir ja reichlich hier in der Butterbande, bis jetzt zumindest. Greetings, Goddess, watch over you. Was ist das hier? Peace be with you. May the stars guide you. May the stars guide you. So, raus in die Wildnis. Los geht's. Ach ja, hier habe ich mit meiner Plu, mit meiner Druidin auch gequestet. Das war auch eine schöne Zeit letztes Jahr. Das ist das auch nicht. Classic hat jetzt natürlich schon verschiedene Ebenen an Nostalgie, ne? Weil man natürlich jetzt auch nostalgisch für die Classic-Variante ist. Da muss man natürlich aufpassen. Not enough rage. Das kenne ich gut aus meiner Heimat. Ich bin ja generell eher ein nostalgischer Mensch. Und freue mich immer, wenn ich in meiner Heimat bin. Dass ich da nochmal so ein paar Orte besuche, wo ich früher immer war und so. Und dann da in Erinnerung schwelge. Das Problem ist, wenn man das zu häufig macht, dann erinnert man sich eher an die Besuche, wo man war, um es nochmal neu zu besuchen und gar nicht mehr an die originale Erinnerung. Das heißt, je mehr man die Erinnerung zelebriert, desto mehr verschwimmen sie. Das heißt, eigentlich zerstört Nostalgie diese liebgewonnenen Erinnerungen eigentlich. Also macht der Nostalgiker sich selbst seine Freude eigentlich kaputt. Need more rage. Not enough rage. I can't do that yet. So, ich würde sagen, wir arbeiten uns hier mal nach oben. Need more rage. Zu diesem Gebiet hier. Ich meine, deswegen habe ich ja auch so ein bisschen einen Krieger gespielt. Damit ich ja auch tanken kann, habe ich auch Bock drauf. Ah ja, Crawler-Lag und dann kriegt man die. Kann man die an so einer Box abgeben, ne? Not enough rage. Es soll ja bald auch einen Solo-Modus geben, in dem man außer Chatten nicht mit anderen interagieren kann. Davon habe ich noch nie was gehört. Du meinst, innerhalb von WoW Hardcore gibt es einen Solo-Modus? Habe ich noch nie was von gehört, tatsächlich. Aber kann gut sein. Ah, diese Bären hier. Not ready yet. Das sind dann nochmal eigene Server komplett oder ist es wie ist, läuft das dann? Need more rage. Alter, warum laufen die so schnell? Ich bin Zwerg, man merkt, das ist ein Nachtelf-Startgebiet. Die sind schnell, ich Zwerg bin langsam. Langsam war dafür schwer aufzuhalten. Too far away. Not enough rage.
Ganz im Gegenteil, ist ein Kleinod erst dann wirklich kostbar, wenn es Spuren von Gebrauch zeigt. Und zu reine, klare, unbenutzte Schmuckstücke zeigen, dass man sie für andere zur Schau stellt und nicht die eigene Freude verfolgt. Ja, aber was hat das jetzt mit Nostalgie zu tun? Es geht ja darum, dass man etwas in seiner ursprünglichen Form bewahrt, nicht in seiner perfekten Form, sondern in der Originalform. Also das ist ja, weil du sagst, es hat jetzt Risse und Spuren von Gebrauch. Stell dir vor, du hast einen alten Stuhl, der wirklich 100 Jahre alt ist, von deiner Oma oder so. Und der hat einen ganz eigenen Geruch. Und da sind Kratzer drauf und da sind Gebrauchsspuren drauf und so. Und der ist so in seiner Zeit gefangen, der hat einen eigenen Charakter. Aber je länger du den jetzt in deiner Wohnung vielleicht hast, weil du möchtest ihn zelebrieren und möchtest diese alte nostalgische Stimmung haben, desto mehr kommen vielleicht neue Risse rein. Desto mehr nimmt der den Geruch deiner Wohnung an. Der riecht jetzt gar nicht mehr nach dem Haus deiner Oma, sondern der riecht nach deiner Wohnung. Weil du es kontaminiert hast sozusagen. Es liegt aber jetzt nicht daran, dass es zu perfekt und zu rein und zu glatt ist, sondern es ist einfach in seiner Einzigartigkeit verloren gegangen, weil man es aus dem Kontext gehoben hat, weil es dadurch irgendwie kontaminiert und zerstört wurde. Man versucht es ja nicht musealisch wegzusperren, sondern gerade dadurch, dass man versucht, sich daran zu erfreuen, geht es kaputt. Was du sagen könntest, ist, dass es gut so ist, weil dadurch man sozusagen nicht weiter daran festhängt, sondern neue Erfahrungen macht oder es neu konnotiert und neue schöne Erinnerungen macht und man sozusagen neue Formen der Nostalgie in seinem Leben findet. Aber ich glaube, es ist nicht das dadurch, dass es keine Spuren hat oder nicht. Kein Charakter. Laufen hier alle so schnell weg? Im guten alten Elwin Forest, da sind die noch langsam weggelaufen. Mad for Max, du formulierst es so, als würdest du mir widersprechen, aber eigentlich, glaube ich, sind wir mal einer Meinung. Ich glaube, der Nostalgiker ist ja ohnehin schon von Anfang an verloren. Oh, Murloc Eye für eine andere Quest, Leute, das ist ja krass. Murloc Eye droppt jetzt hier für eine Quest aus Westfall. Ich persönlich finde das gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, weil dadurch komme ich dann irgendwo zum Beispiel in meine Heimat und denke dran, ah ja, damals, 2019 war ich ja hier, ach ja, da war ja dieses Corona-Ding, ne, da war hier niemand und bla und so. Dann hat man wieder neue Erinnerungen. Man kann sich sozusagen eine neue Nostalgie-Ebene schaffen, die es vielleicht sogar noch weiter bereichert. Need more rage. Ey, das nervt mich jetzt schon, dass sie so schnell weglaufen. Da muss ich hier nochmal direkt Kniesehne mitarbeiten, glaube ich. Das ist auch so ein ganz klassisches Ding, wo man durch WoW sehr spezielle Wörter lernt. Und dann irgendwie so in der Klassenabfrage, wie nennt man denn Kniesehne? Und einfach der Nerd, der nie aufpasst aus der letzten Reihe, Hamstring. Und alle so, was? WoW. Es war tatsächlich beim... Ich kann mich noch in der Schule erinnern, dass auf einem gewissen Punkt die Gamer unter uns so gut Englisch konnten oder so viele englische Begriffe beherrscht haben, dass man teilweise in den Vokabeltests sich damit durchschlagen konnte. Da weiß ich noch, da gab es einen großen Eklat bei uns. Weil da gab es nämlich mal einen Vokabeltest und da kam das Wort betäubt. Was heißt betäubt? Und wir als WoW-Spieler haben natürlich gesagt, stunned. Kennt man natürlich aus Gaming. Stunned. Und das war aber nicht das Wort, das die Lehrerin haben wollte. Die Lehrerin wollte, glaube ich, irgendwie intoxicated oder sowas in der Richtung betäubt haben. Und dann hat sie das als falsch angestrichen. Und hat eine schlechte Note gekriegt. Dann hat gesagt, ja, aber das Wort ist aber richtig. Und dann gab es eine große Eklat bis hoch zum Direktor,
musste entschieden werden, was ist, wenn der Schüler ein anderes Wort kennt, das eigentlich nicht in den gelernten Vokabeln drin war, aber trotzdem richtig ist. Ich glaube, am Ende wurde ihm tatsächlich die Note versagt. Am Ende haben die Schüler verloren, diesen Streit. Aber das weiß ich noch, wo man dachte, okay, hier, ich muss gar nicht für die Vokabeln lernen, ich muss einfach nur WoW spielen. Ich glaube, es gab auch mal eine ewige Debatte mit Naked und Nude, weil jemand Nude geschrieben hat und es aber eigentlich falsch ist und natürlich irgendwie, der da, sag ich mal, andere Websites frequentiert hat, wo in der Regel nicht Naked geschrieben wird, aber war auch falsch. War ein gleiches Thema. Ja. Hamstring sind die Muskelgruppe auf der Rückseite der Oberschenkel. Aha, es ist also gar nicht die Kniekehle, sondern eher der Oberschenkel, oder wie? Also gar nicht Knierückseite, sondern Oberschenkelrückseite. Also Rückseite. Ja, guck mal, das ist natürlich... Da gäbe es dann eine große Diskussion. Da muss dann der Biolehrer noch mit ran. Was ist das für eine... Level 12, Knell. Was sind das nochmal für Kreaturen? Grell. Auch ganz merkwürdig, ne? Das sind diese Wichtelrasse, die hier Grell heißen. Merkwürdig. Instagram deine Videos aus den Bergen. Wo das war? Das war in Berchtesgaden. Need more rage. Rough wooden stuff. Das ist bestimmt schön was wert. Immer wenn man so einer Quest hinkommt und man sieht das gesamte Gebiet voller Leichen, weiß man, schlechte Droprate. Das ist direkt ein schlechtes Zeichen. Der WoW-Spieler denkt sich sofort, oh oh. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt, aber wenn ich viele Leichen sehe, dann ist das für mich erstmal ein schlechtes Zeichen. Da werde ich erstmal vorsichtig. Ist wahrscheinlich irgendwie nur so mein exzentrisches Ding oder so, aber wenn ich ein komplettes Feld voller Leichen sehe, dann werde ich erstmal vorsichtig. Nennt mich übervorsichtig? Ja, klar, muss ich mir gefallen lassen. Wohlbehütet, ja, Butterjunge eingepackt in Butterpapier und so, aber das ist irgendwie ein Ding für mich. So, Sekunde, jetzt hat jemand geradet. Ich kann gleich nachgucken, wer. Bis dahin muss ich schätzen, wer mich geradet hat. Vielleicht kann ich's. Ist das mal ein Spiel? Achtung, Leute, ich habe gerade ein neues Spiel entwickelt. Man streamt und dann wird man von einem anderen Streamer geradet. Und der Streamer sieht aber nur die Kommentare und muss erraten, welcher Streamer ihn geradet hat. Also muss anhand der Community, anhand der Chat-Nachrichten, muss erraten, wer ihn geradet hat. Da müssen natürlich beide Community... Ah, ist natürlich... Jetzt sagt ihr, ja, aber dann sagt ja die Raider-Community, sagt ja von wem. Und dann sage ich, nee, der muss dann vorgewarnt sein. Und dann sagt ihr wieder, ja, aber dann verstellt sich ja die Raider-Community. Dann ist es ja gar kein echtes Spiel mehr, wenn die Raider-Community schon gebrieft wurde und sagt, hallo, ich raid jetzt hier den Quiz-Kanal von Florentin Will. Sagt mal nicht meinen Namen oder benutzt mal nicht meine Emotes. Und dann sagt ihr wieder, nee, das Spiel ist nicht authentisch, damit will ich nichts zu tun haben. Ich breche dieses Brainstorming hier an der Stelle ab. So, vielen Dank für den Raid an der dunkle Parabelritter. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Hätte ich nicht erraten, wirklich, hätte ich nicht erraten, wäre ich nicht drauf gekommen. Wäre ich anhand der Kommentare, hallo, hallo, guten Abend, wäre ich nicht auf Parabelritter gekommen, ehrlich gesagt. Weiß nicht, hat der irgendwie so ein Catchphrase oder irgendwie sowas? Herzlich willkommen erstmal, wir spielen World of Warcraft Hardcore. Jetzt denkt ihr euch, ja gut, Hardcore bin ich natürlich gewohnt, aber was genau bedeutet das jetzt im Kontext von World of Warcraft? Die Idee ist, es gibt spezielle Server, auf denen man World of Warcraft Classic, wir gehen nochmal also eine Zeitreise zurück ins Jahre 2004, 2005,
spielen das alte Spiel nochmal, weil wir es so gerne lieben und weil wir in unserer nicht vollendeten Jugend feststecken. Und vielleicht nochmal dieses Gefühl von unbeschwerter Jugendlichkeit nachholen wollen, weil uns vielleicht unser aktuelles Leben vielleicht gar nicht so erfüllt, wie wir immer dachten, dass es uns erfüllen wird. Und das Besondere an diesen Hardcore-Servern ist, dass wenn man stirbt, ist der Charakter weg. Ihr kennt es normalerweise, man stirbt in World of Warcraft und World of Warcraft, ja, ein sehr mildes Spiel, ja, ein sehr weiches, zartes Spiel, also quasi das genaue Gegenteil von Hardcore, Softcore, ja, Weichcore, Squishcore, könnte man sagen. Und deswegen ist es ganz normal, dass man in WoW stirbt, man darf sich dann wiederbeleben, man verliert etwas Ressourcen, aber nicht viel, kein Problem, keine großen Verlustängste müssen da herrschen. Aber jetzt in WoW Hardcore ist alles weg. Und ich bin gerade aktuell Level 15, wir können ja mal die verfluchte Zeichenfolge Plate eintippen. Und da steht, ich habe den Charakter schon 12 Stunden 49 Minuten gespielt. Seit 13 Stunden spiele ich diesen Charakter. Gut, jetzt sagt ihr, bringt das nicht Unglück, wenn man nach genau 13 Stunden seinen Charakter verliert? Ja, möglich. Möglich. Vielleicht hätte ich es daran erkennen können, dass es eine abergläubige Community ist. Vielleicht hätte ich es daran sehen können. Jetzt spätestens. Aber diese 13 Stunden werden gelöscht. Und es ist auch noch ein Feature, dass man auf WoW-Hardcore-Servern ist es so, dass wenn man den Charakter verliert, dann wird auch automatisch der Spaß, den man hatte, bis zu dem Punkt, wird rückwirkend gelöscht. Also jetzt sagt ihr, ja, mein Gott, ist doch kein Problem, Carpe Diem, YOLO, es ist doch eh alles egal, was man im Leben macht, es ist doch eh alles irgendwann weg. Also macht ihr keine Sorgen, aber nein, tatsächlich ist es so, bei WoW Hardcore-Servern ist es so, dass auch der Spaß dann gelöscht wird. Das wird sozusagen wie so eine Art Spaßkredit gehandhabt. Also angenommen, du hattest jetzt 260.000 Spaß in diesen 13 Stunden. Dann wird das sozusagen als Kredit aufgenommen und das musst du abbezahlen. Das geht automatisch, das wird dann sozusagen alle Spaßeinnahmen werden automatisch besteuert. Also immer wenn du ab jetzt Spaß hast, wird ein gewisser Anteil davon abgezogen, bis diese Spaßschulden getilgt sind und erst dann geht es sozusagen weiter. Das ist ein Feature, das jetzt hier gekommen ist auf diesen Hardcore-Servern, um es einfach noch brutaler, noch härter, noch martialischer, noch masochistischer, noch mit mehr Schmerz und schlechten Gefühlen zu machen. Weil man erkannt hat, ach, jetzt bräuchte ich mein Racial. Weil man erkannt hat, je mehr Schmerz zur Verfügung steht, desto mehr Spaß haben Spieler auch. Spaß ist nur die Abwesenheit von Schmerz. Freude ist nur die Abwesenheit von Leid. Und das hat man versucht, hier in Nullen und Einsen zu pressen, diese Erkenntnis. Und rausgekommen ist WoW Hardcore. Letzten Endes läuft man nur durch den Wald und haut auf irgendwelche wehrlosen Kreaturen drauf. Und sammelt Ohrringe. Not ready yet. Not enough. Need more rage. Zählt Auto-Walk auch nicht mehr zu Hardcore. Naja gut, da machst du jetzt natürlich einen riesen Fass auf. Also damit machst du jetzt ein riesiges Eichenfass auf. Weil natürlich der Begriff Hardcore natürlich Interpretationsspielraum zulässt. Ist das Benutzen einer Maus überhaupt Hardcore genug? Oder muss es Spracheingabe sein? Ist das Benutzen eines 16:9 Monitors überhaupt Hardcore genug oder muss es 4:3 sein, wie das Spiel damals eigentlich gedacht und entwickelt wurde? All diese Fragen tun sich natürlich auf in ellenlangen Forenposts, die niemand liest. Niemand. Genau wie damals meine Forenposts niemand gelesen hat, als ich im Filmfehlerforum geschrieben hat. Man sieht hier, dass Legolas nur eine Perücke trägt. Elben tragen keine Perücken. Das hat Tolkien explizit so geschrieben in Silmarillion. Und damit ist es ein Filmfehler. Ändere das, Peter Jackson. Ändere das. Was willst du von mir? Ich soll ein Moon? Was? Ancient Moonstone Seal. Ja, das mache ich morgen.
Das mache ich morgen. Oh, Fallschaden, auch immer ein großes Risiko. Ja, und jetzt fragt ihr euch, ja gut, ist ja in Ordnung, ist ja schön, dass du Spaß hast. Aber was interessiert mich das? Was soll ich denn jetzt hier? Also was ist meine Aufgabe als Zuschauer? Naja, ihr seid natürlich der gröhlende Pöbel, der, wenn ich tatsächlich eines Tages sterbe, und das wird höchstwahrscheinlich irgendwann passieren, und all diese Spaßstunden dann zum Teufel gejagt werden, dann könnt ihr gröhlen. So, das ist dann euer Privileg. In dem Moment, in dem es mir schlecht geht, geht es euch besonders gut. Hier seht ihr wieder das alte Konzept. Mein Leid ist euer Freude, wenn es mir schlecht geht und ich hier sitze. Oh, nein, nein, oh, nein, nein, nein. Dann sagt ihr, wie sagt man? Hurra, Schadenfreude. Es gibt keinen wirklichen Ausruf für Schadenfreude, ne? Dem wird's gezeigt. Weiß ich gar nicht. Was ruft man, wenn man Schadenfreude verspürt? Sowas, Gnihihi, vielleicht sowas. Ja, Muhaha, sehr gut. Danke, Chat. Das sind wahrscheinlich die vom das sind die Intellektuellen vom Parabelritter. Muhaha, Gnihihi oder Har, har, har. Ist auch möglich. Das sind eure möglichen Reaktionen. Ihr könnt euch jetzt ja schon mal überlegen, was es am Ende sein wird. Auf welche Reaktion ihr Lust habt. Hackt sie am besten jetzt schon in die Tastatur rein. Dann spart ihr euch im Moment, wo ich sterbe, einen kurzen Moment. So, Freunde, ich brauche hier... Aber guckt mal, ihr merkt schon, das ist eine andere Gegend hier. Das sind schon härtere Sachen hier. Kehehe, aha, okay. Kehehe kenne ich jetzt gar nicht. So, also das ist eigentlich, dieser Stream ist eigentlich wie ein sich langsam entwickelnder Autounfall, bei dem man bestenfalls nicht wegschauen kann, weil man merkt, das geht nicht gut. Das wird nicht gut gehen. Der macht so viele Fehler. Der pullt falsch. Der drückt die falschen Tasten. Das wird nichts. Ist ja auch die gute alte Fallhöhe, ne? Man will ja eigentlich die Leute scheitern sehen. Man will, egal welchen Streamer, intellektuellen Star, Rockstar, will man ja scheitern sehen eigentlich. Man will ja nur dem Absturz zusehen. Das ist ja die Lust des Pöbels. Ist es zu sehen, wie es denen, die auf der Bühne stehen, wie die runterfallen, wie die ihren Text vergessen. Ich glaube, das ist die grundlegende Prämisse einer jeden Unterhaltung. Als ob die Leute irgendwie Puppentheater interessiert. Nein, man wartet drauf, dass dem die Puppe runterfällt. Man wartet drauf, dass der Puppe der Kopf abfällt. Und der Puppenspieler mit hochrotem, schamerfülltem Gesicht auf die Bühne wetzt, dabei stolpert und direkt in den Sud, in den Abwassersud hineinstürzt, um dann Harre, Harre, Harre oder Gnie, Gnie, Gnie schreiben zu können, quasi, in real life. Jede Unterhaltung basiert letzten Endes auf Schadenfreude. Ich finde es gut, dass die Krebse immer parieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie die mit ihren Klauen so gut parieren können. Das ist schon geil, so eine Krabbe eigentlich, ne? Die hat eine Waffe aus Panzerung einfach. Das ist schon krass. Krabben sind schon eine feine Sache, muss ich sagen. Gibt es einen Grund, warum die seitlich laufen? Sind die Scheren so groß, dass die über die drüber fallen würden oder was? Oder einfach nur, weil es Bock macht? Sollten wir Menschen auch mal seitlich laufen? Ist es unsere angeborene Arroganz, die uns zwar auf den Mond gebracht hat, ja, aber vielleicht fortschrittlichen Fortbewegungsmitteln komplett einfach unmöglich macht? That ability is...
Ja, das ist ja eine interessante Frage, ne? Also jetzt könnt ihr mal kurz in einem kurzen Essay in 1000 Wörtern, aber kein Wort zweimal. 1000 Wörter, aber kein Wort zweimal, okay? So müsst ihr eure Meinung ausdrücken. Bis zu 1000 Wörter, aber kein Wort, dasselbe Wort nicht zweimal. Es gibt ja Videospiele und da gibt es ja einen sogenannten Gummiband-Effekt. Na gut, ich jetzt bei der Erklärung merke ich schon, dass die Antwort so hart Nein sein wird. Aber lasst mich mal zu Ende reden. Es gibt einen Gummiband-Effekt. Und zwar zum Beispiel bei Mario Kart ist es so, dass wenn man hinten liegt, dann kriegt man bessere Items. Automatisch. Weil, nur weil man hinten liegt. Also wird das Feld wieder durch ein Gummiband wieder zusammengezogen. Interessanterweise, und das ist die Frage für den Essay, gibt es sowas in der echten Welt auch? Und jetzt sagt ihr, nein, die Reichen werden noch reicher. Wer hat, dem wird gegeben. Die Welt ist ungerecht. Die Welt ist, die Ungleichgewichte verstärken sich noch mehr. Aber pass auf, ich finde, es gibt auch einige Momente im Leben, wo es einen Gummiband-Effekt gibt. Zum Beispiel Windschatten. Windschatten ist ein ganz physikalischer Gummiband-Effekt, wo irgendjemand beim Balancing, vielleicht dann irgendwie bei, weiß nicht, was das für ein Patch war, wo die Physik nochmal komplett überarbeitet wurde, wo jemand gesagt hat, lass mal dem Auto, das hinten fährt, weniger Luftwiderstand geben, damit der das Auto vorne wiederholen, überholen kann. So als Gummiband-Effekt. Da hat der, der hinten fährt, einen Vorteil. Auch bei Mario Kart übrigens. Also da kommt es nochmal zusammen. So, und ich habe nämlich gerade überlegt, zum Beispiel, es gibt ja das Phänomen Arroganz. Also, ein Mensch ist erfolgreich und macht irgendwas richtig, besser als andere, macht irgendwas gut. Und dann wird er erfolgreich. Aber, Gummiband-Effekt, dadurch wird er auch arrogant. Dadurch hört er auf, dazu zu lernen. Er denkt, er weiß alles besser. Er nimmt keine Tipps mehr an. Er hinterfragt seine Aktion nicht mehr. Und dadurch, das, was ihn sozusagen so weit gebracht hat, die Bescheidenheit, die geht ihm verloren und er stürzt ab. Ist ja auch eine Art Gummiband-Effekt, Arroganz eigentlich, oder? Dass der vorne ist, der Beste ist, der hält sich für was Besseres und ist quasi direkt schon zum Scheitern verurteilt und übt nicht mehr so gut und versucht nicht mehr so innovativ zu sein und nicht so kreativ zu sein und muss nicht mehr sich irgendwelche coolen neuen Strategien ausdenken, wie der Newcomer irgendwie, der bergauf arbeiten muss. Und dann fällt er ab. Also ist es ja auch eine Art Gummiband-Effekt, oder nicht? Ne? Wenn die seitlich laufen, bekommt der Räuber nicht hin, die Krabbe zu greifen, weil sie denken, die laufen in eine andere Richtung. Nein, das ist nicht der Grund. Wirklich? Leitilz, das ist der Grund? Aber dann beantworte mir mal ganz kurz folgende investigative Nachfrage. Wenn die Krabbe seitlich läuft, um Raubtiere oder Beutegreifer zu verwirren, warum macht das nicht jedes einzelne Tier der Welt so? Wenn es reicht, einfach seitlich zu laufen, um Räuber zu verwirren, warum macht das die Giraffe nicht auch? Warum macht das der Wurm nicht auch? Warum rollt er nicht seitlich? Und der Vogel so, what the fuck? Ich dachte, der geht noch, boah, sorry, komplett verpickt gerade. Also, weiß ich nicht. Und da kommen wir natürlich jetzt zu einem zweiten Thema, Evolutionsbiologie. Weil man hört ja oft, ja, die machen das so, weil das ist sinnvoll wegen Evolution. Aber letzten Endes, woher, wie beweist man sowas? Also, wie ist jetzt der wissenschaftliche Beweis, Krabben laufen seitlich, um Räuber zu verwirren? Wie kann sowas abschließend bewiesen werden? Weil letzten Endes weiß man ja nur... Ich finde, man muss aufpassen. Man muss aufpassen. Jetzt kommen wir nochmal zur Evolutionstheorie. Die meisten Leute verstehen ja Evolutionstheorie als alles, was es gibt, hat Sinn. So. Weil würde es keinen Sinn haben, würde es keinen Sinn ergeben, gäbe es nicht, weil Evolution macht keine Fehler. Aber das ist ja nicht ganz korrekt. Evolutionstheorie sagt ja nur, alles was ein Nachteil ist, wird aussortiert. Aber es wird nicht notwendigerweise etwas optimiert, sondern manche Sachen sind einfach egal.
Wenn es keinen Unterschied macht, ist egal. Deswegen muss man, finde ich, aufpassen. Ich finde, vielleicht ist manchmal auch einfach die richtige Antwort auf solche evolutionsbiologischen Fragen, weil es egal ist. Weil es keinen Unterschied gemacht hat. Weil es einfach nie überprüft wurde. Weil es gibt ja nicht alle Komponenten eines Lebewesens sind ja unter Evolutionsdruck. Manche Dinge sind einfach egal. Oder? Von daher... Alles, was sich fortpflanzt, wird nicht aussortiert. Ja, genau. Nicht aussortiert. Aber es ist ein Unterschied. Also, Evolution ist wie ein Umzug. Man guckt sich alles an, was man hat, und sagt, das ist viel zu viel Zeug hier. Das ist alles, das muss... Da muss mindestens die Hälfte weg. Und dann schmeißt man die schlechteste Hälfte weg. Aber das heißt ja nicht, dass das, was übrig bleibt, wirklich gut ist. Wenn dich jemand fragt, sag mal, warum hast du denn diese alte Tischtennisplatte dabei? Warum hast du denn umgezogen? Und du sagst, ja, das ist ja Evolutionstheorie, das wird ja irgendeinen Sinn haben. Nee, muss nicht sein. Kann auch sein, dass das Bullshit ist. Es war nur im sinnvolleren Teil der Aussortierung. Sinnvoller, aber nicht notwendigerweise. Ne, ist auch nicht richtig. Es hat nur nicht gestört. Es hat nie gestört, also wurde es immer weitergenommen. Und deswegen ist es da. Also deswegen kann man auch nicht sagen, ja, die Tischtennisplatte, die habe ich des und deswegen, sondern nee, die ist halt einfach so Ballast noch dabei. Und deswegen, vielleicht laufen Krabben auch seitlich, weil es einfach egal war. So, irgendjemand hat angefangen und so und macht null Unterschied. Der Typ, der seitlich läuft, kriegt genauso viele Dates wie der Typ, der vorausläuft. Von daher wird sich das nicht aussortieren. Na gut, aber dann ist die Frage, dann gibt es keine mehr, die geradeaus laufen, ne? Ja, naja, naja, naja. Sinn ist der falsche Begriff. Ja, ich fühle mich zurückerinnert an eine sehr unangenehm lange YouTube-Diskussion, die ich mal hatte in den Kommentaren. Ich finde, Sinn kann man schon sagen. Also das kannst du... Sonst kannst du ja überhaupt nichts machen. Ist das hier eine coole Sache gerade? Oh, hier, shit, hier sind Bären. Ich meine, wenn der Biologe nicht von Sinn reden könnte, dann können wir es auch lassen. Weil der Biologe fragt ja, warum legen die ihre Eier genau dahin? Und dann muss man ja schon, naja, das muss jetzt irgendeinen Grund, also irgendeinen Sinn haben, warum die das machen. Wenn du nicht über Sinn reden darfst, dann hast du ja verloren. Dann können ja alle Biologen einpacken. Und was machen wir dann? Was machen wir dann mit all den Biologen? Dann hätten wir schlagartig hätten wir Millionen arbeitslose Biologen. Und die haben Wissen. Die haben Wissen, dass man nicht unkontrolliert in der Welt haben will. Das ist ein Loch, da kommt man nicht mehr raus, mein Freund. Es gibt Gesellschaften, die haben das versucht und sind daran kaputt gegangen. Irgendwie fühle ich mich hier ein bisschen unwohl. Mir sind hier ein bisschen zu viele rote Mobs unterwegs, ehrlich gesagt. Oh, ich muss meinen Talentpunkt noch ausgeben. Need more rage. Not ready yet. Not enough rage. Need more rage. I need to get closer. Not enough rage. Strider Meat. Dann lass uns mal noch einen Meat holen und dann holen wir uns so einen Bären. Man muss echt aufpassen, dass man hier nicht den Überblick verliert. Das Problem an Sinn ist, dass es sowas wie Absicht impliziert. Würde ich nicht mitgehen. Würde ich nicht unbedingt mitgehen, dass Sinn
automatisch Absicht impliziert. Ich meine, Sinn ergibt selber ja nur Sinn, wenn man irgendein Ziel formuliert. Dann kann man gucken, welche Strategie ist die beste, um das Ziel zu erreichen. Und wenn man sich die Evolutionstheorie anschaut, dann geht man davon aus, das Ziel ist Überleben. Und das ist ja einfach jetzt erstmal willkürlich gesetzt. Könnte man ja auch anders setzen. Aber man sagt erstmal, man guckt sich an, was überlebt, warum. Also Ziel Überleben. Aber das kann man ja anders sehen. Also es kann ja auch irgendein Tier geben, das wird geboren und das hat, pflanzt sich einfach nie fort, hat aber einfach ein geiles Leben. Irgendwie einen guten Autorenvertrag, irgendwie Bestsellerroman oder so. Und hat ein geiles Leben und stirbt ohne Nachwuchs. Der Evolutionsbiologe sagt, gescheitert, Versager. Jemand anders könnte sagen, muss gar nicht so sein. Aber irgendjemand hat festgelegt, Ziel ist Überleben. Und jetzt kann man sagen, wenn wir ein Ziel haben, können wir auch einen Sinn festlegen. Ich kann auch sagen, Ziel ist es, dieses Stück Papier soll möglichst weit fliegen. Und dann bastelt man ganz viele verschiedene Papierflieger und wirft und guckt, welcher kommt am weitesten. Und dann sagt man, ah, der mit den großen Flügeln kommt am weitesten. Und dann kann man sagen, es ergibt also Sinn, große Flügel zu haben. Man hat aber immer in Klammern, wenn man weit fliegen will. Man muss immer in Gedanken dazu sagen, wenn man weit fliegen will. Das ist aber nervig. Dann würden die Doktorarbeiten wahnsinnig lang sein, wenn man immer dazu schreiben muss, was das Ziel ist. Also einigt man sich am besten als Wissenschaft auf ein Ziel und erwähnt das dann nicht ständig dazu. Und wenn man sagt, Ziel ist Überleben, dann finde ich, kann man schon von Sinn reden. Dann haben gewisse Strategien ihren Sinn und andere nicht. Kann man sagen, ja, bunte Federn zu haben hat einen Sinn, weil es zieht irgendwie dann Geschlechtspartner an und so. Also folgt es dem Sinn zu überleben. Man muss nur eben ein Ziel festlegen. Oder kann man ja sagen, nee, wir machen jetzt eine andere Biologie auf. Die interessiert überhaupt nicht, was überlebt. Einfach nur, wie witzig sieht ein Tier aus. Und dann kannst du natürlich ganz andere Sinnsätze formulieren. Also ich würde dir widersprechen, ich würde nicht sagen, dass Sinn automatisch eine Absicht beschreibt, sondern eher von einem Ziel herauf man dann eine Formulierung machen kann. Aber natürlich im zweiten Schritt, na, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, ob ein Tier die Absicht hat zu überleben. Ich meine, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Vielleicht wirst du mit diesen rhetorische Falltür ausbreiten, weil ich natürlich mit meinem Papierfliegerbeispiel jetzt sowas wie einen Schöpfer ins Spiel gebracht habe. Aber in meiner Vorstellung war das gar nicht, dass man hat einfach willkürlich die Papiere irgendwie geknödelt und hat einfach geguckt, was fliegt und hat dann danach gemerkt, ah, das war gut, also eher so mutationmäßig, ne? Aber da werden wir wahrscheinlich in den Kommentaren sagen, Moment mal. Da wird aber unsauber argumentiert gerade, weil da wird ja sowas wie ein Schöpfer impliziert und das beißt sich natürlich mit der Evolutionstheorie. Also raus, Argument verloren, Unrecht gehabt. Grizzly Gloves! Oh, das klingt ja süß. Grizzly Gloves. Wir haben aber wieder so viel Schrott dabei hier. Diese verdammten Muscheln. Ich glaube, das nervigste Item in WoW ist die Muschel. Weil die nichts deckt. Sinn ist nur der Schatten von Instinkt. Meisterlich argumentiert, da kann ich nichts sagen. Da kann ich nichts davon sagen. Sinn ist der Schatten von Instinkt. Ja, welchen Sinn hat es denn, Instinkt zu haben?
Wäre es nicht sinnvoller, keinen Instinkt zu haben? Find a corrupt Furbolg Camp. Das ist auch ein ganz merkwürdiges Questdesign, ne? Immer dieses Finden. Das, ja, finde das Camp, dann läufst du dahin, findest es, läufst zurück und kriegst die Aufgabe, ja, jetzt bring 10 von denen um. Was ist die Idee? Also war die Idee, dass man nur ein Camp designt, aber 2 Quests hat oder so? Das ist so merkwürdig. Das gibt's, glaube ich, sonst nie wieder in WoW. Dieses finde erstmal was und dann töte es. Also ich glaube, das gab's in anderen Erweiterungen nicht mehr, weil das so offensichtliche Zeitverschwendung ist einfach. Was ist das für eine Quest? Achso. Der läuft mir hinterher. Das ist auch mal eine kreative Quest hier. Instinkte sorgen dafür, dass wir schneller reagieren. Schon hilfreich beim Überleben. Ja, du bist natürlich jetzt gewieft, Brolli. Du hast jetzt das Wort sinnvoll durch das Wort hilfreich ersetzt. Und du glaubst, dass du damit in irgendeiner Weise aus dem Galgenknoten der Rhetorik, der hier gebunden wird, rauskommst? Glaubst du, das hilft dir auch nur 1 Zentimeter weit, wenn du jetzt hier deine Semantikmagie anwendest und plötzlich denkst, du könntest das Wort sinnvoll durch das Wort hilfreich ersetzen und damit weiterkommen? Also, für wen hältst du uns eigentlich? Für wen hältst du uns eigentlich? Ja, das sind die Erstsemestertricks. Einfach die Wörter verändern. Och, guck mal. Intellekt Stamina ist eine schöne Hose. Schöne Stoffhose. Aber leider wird die verkauft. Ich hoffe, der Käufer findet einen guten Verkäufer. Wertum Level 16! Alter, 16 ist aber irgendwie, weiß nicht, wenn hier Leute auf Level 16 sterben, ich bin auch Level 16. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ey, Pixel Weird, vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen, die Pixies. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir spielen WoW Hardcore. Die Regeln sind einfach, aber gnadenlos. Wer stirbt, ist raus. Bisschen wie das echte Leben. Aber selbst sämtliche Werke, Schriften und Erinnerungen werden gelöscht. In WoW Hardcore, also selbst diesen ja mittelmäßig erfolgreichen Roman, erschienen im Klett-Cotta Verlag, den mein Charakter geschrieben hat, Butterbube, Butter, die Weiche liegt in der Härte, weiche Schale, weicher Kern, wird leider auch vom Markt genommen in dem Moment. Weil man sagt ja, der Mensch stirbt immer 2 Tode. Erst den körperlichen Tod und dann, wenn sich niemand mehr an einen erinnert. Das hat man hier sozusagen beides eingepreist. Also sobald der Charakter stirbt, werden auch sämtliche Erinnerungen ausgelöscht. Sämtliche Werke, Gedichte, auch nur Sentenzen, Aphorismen, alles wird gelöscht. Wo muss ich jetzt den Hund abgeben hier? How big a threat ist das, oder? Was ist das für eine Quest mit dem Bären hier? Plagued Lands. Wo ist Plagued Lands? Sag nicht, dass ich das jetzt irgendwo... Ah, hier. Bei dem Typen hier, oder was? Ach so, der ist schon fertig. Good luck, friend. Cleanse the forest. I am honored. Good luck, friend. Gibt's hier einen Kriegertrainer? Thunderous Windweaver, Level 15. Oh, Buzzbox. Shit. Aber warte mal, die ist jetzt grau. Heißt das, ich krieg gar keine Erfahrungspunkte mehr hier für Buzzbox? Ach Gott, das ist die, die man irgendwie so am Strand abgeben muss, ne? Das ist eine merkwürdige Quest hier. Wenn ich das wenn ich das sehe, habe ich Lust auf WoW. Man muss stark sein, sonst packt einem WoW wieder. Absolut.
Deswegen mag ich ja eigentlich ganz gerne so diese Event-Charakter-Server, wo man irgendwie einmal spielt. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe den Spaß meines Lebens. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal von vorne anfangen würde, wenn ich jetzt sterben würde. Weil irgendwann ist auch gut. Ich weiß nicht, ab welchem Level... Ich meine, klar, ich kenne mich. Ich sag das jetzt, Florentin ist der Sucht überlegen, kann jederzeit entscheiden, wie es weitergeht. Ja, 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 er hat sich voll im Griff. Wir alle wissen, das ist Unsinn. In dem Moment, in dem ich sterbe, werde ich sofort einen neuen Charakter eröffnen und sofort weitermachen, die nach ganzer Nacht durchzocken. Aber deswegen... Ich hätte natürlich auch Bock auf andere Spiele, ne? Wir müssen ja noch so viel zocken hier auf dem Kanal. Wir haben ja so viele Spiele noch gar nicht mal angerührt. Duke Box oder Boxen oder hier das mit diesen zwei Hasen, die in so einer Space-Welt durch die Gegend hüpfen. Jazz Jack Rabbit haben wir auch noch nicht angezockt hier. Oder dieses Power Ranger-Spiel haben wir ja auch noch gar nicht angezockt. Oder Bugdom, wo man so ein kleiner Käfer ist, haben wir noch zu keiner Sekunde gezockt. Spider-Meat Shiny Red Apple. Was soll das denn für ein Rezept sein? Spinnbein-Apfel. Aber ich hab Grizzly Gloves. Ich hab schon ein bisschen Lust auf Angeln, muss ich sagen. Ah, jetzt haben wir auch Briarthorn. Ah, kann ich jetzt schon... Ah ja, Lesser Healing Potion. Das ist, glaube ich, richtig wichtig. War ein emotionaler Moment auf der Gamescom mit Lars? Ja, auf jeden Fall. Sowas ist schon krass, wenn dann auch die ganze Belegschaft am Start ist. Er ist ja auch ein guter, muss man sagen. Lass Erik Pausen. Fish for Darkshore Groupers. Komm, wir machen das jetzt. Das sind einfache XP-Punkte. Ich brauche alles, was ich kriegen kann. Wo kriege ich denn eine Angel von der Bäckerin? Drinkvendor. Food and Drink Vendor. Die drei haben sich auch zerstritten einfach, ne? Wir haben hier Food and Drink. Drink und Baker. Ishnu Allah. Niemand verkauft eine Angel. Oh, ich merke, ich werde müde, Leute. Man darf nicht müde Hardcore spielen, glaube ich. Das ist ein Riesenfehler. Oder hat mir der Typ eine Angel gegeben? Nee, ne? Ah, das wusste ich nicht, dass man bei dem sofort... Angeln lernt. Fischwender. How may I help? Soft Frenzy Flash. Kochen 50. Ja, geil. Ich glaube, Kochen lernen ist eh über Fische immer am besten eigentlich. Das war schon richtig gut. Ey, herzlich willkommen, liebe Hier steht Raid Leader. Ach so, Eddie. Eddie, herzlich willkommen. Ich habe gerade über den emotionalen Moment auf der Gamescom gesprochen, wo wir Lars verabschiedet haben. Das war schon schön. Das war schon schön. Aber er ist ja nicht ganz weg, ne? Man sagt das immer. Man ist ja nicht ganz weg. Man kommt ja wieder eines Tages. Und irgendwann geht's weiter. Aber manchmal, man muss Dinge, die man liebt, auch loslassen können, damit sie fliegen können. Man muss sich selbst auch als Ballast verstehen und sagen, nein, nein, du bist besser dran ohne uns. Flieg, mein Junge, flieg. Wie damals Smetbo. Als Ash Ketchum gesagt hat, ich kann Smetbo nichts mehr beibringen. Ich habe Smetbo alles beigebracht, wie man bestäubt, wie man fliegt. Aber jetzt kann ich nichts mehr beibringen. Flieg, Smetbo. Smetbo hat aber nicht gesprochen, oder?
Es gab auch manche Pokémon in der Serie, die einfach gar nicht gesprochen haben. Ne? Du hast natürlich Mirabla. Das ist natürlich so die Klassiker. Du Goldini. Aber irgendwie Smetbo, ich weiß gar nicht, hat er denn eine Stimme? Wie klingt ein Schmetterling eigentlich? Schmetterlinge haben erstaunlich wenig Charakter. Es gibt keinen einzigen Charakter, einen fiktiven Charakter, der ein Schmetterling ist. Ich glaube, ich könnte zu nahezu jedem Tier irgendeinen Charakter nennen. Fuchs, Wüstenrotfuchs, Fuchs, Schwäbisch Hallfuchs, Fuchs, The Fantastic Mr. Fox, Fuchs, Sly, dieser Spionfuchs zum Beispiel. Ja, zu jedem Tier kann ich dir was sagen. Aber Schmetterling? Gibt es einen coolen Schmetterling? Gustl. Gustl, okay. Gustl, da hast du mich jetzt erwischt. Gustl, wir reden natürlich von das große Krabbeln. Gustl, natürlich gesprochen damals von dem unvergleichlichen Ottfried Fischer. Natürlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich hatte ja immer diese Hörspielkassetten und da hatte ich auch das große Krabbeln, immer abwechselnd das große Krabbeln und Toy Story 2 gehört. Bin Riesenfan von Gustl, der ja am Ende auch ein Schmetterling wird. Aber ich glaube, das zählt nicht, weil der ist ja eine Raupe. Aber interessant, ne? Also in dem Moment, in dem ein Schmetterling wird, hört der Film auf. Wahrscheinlich, weil der Schmetterling dramaturgisch gesehen vollkommen uninteressant ist. Die Raupe ist interessant. Die Raupe ist interessant, weil da sagt man, der hat noch eine Entwicklung vor sich. Der muss noch einen Weg gehen. Aber die Schmetterling? Was sagt der nochmal? Gustl irgendwie so, ich hab Flügel? Der hatte dann am Ende so ganz kleine Flügel, ne? Ich erinnere mich noch. Flip hieß der Hauptcharakter, ne? Von Das große Krabbeln. Da, 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 da. Zu diesem Lied bin ich hunderte Male eingeschlafen. Weil ich müde war. Oh, jetzt werden mir die Hater das wieder auslegen. Der hat das große Krabbeln nie geliebt. Der hat gesagt, das ist langweilig. Nein, ich war müde. Ich war müde. Ich hab's zum Einschlafen gehört. Es ist nicht negativ gemeint, Leute. Calm the F down, guys. Es gibt nichts. Boah, es gibt nichts Unangenehmeres als das große Krabbeln-Community, oder? Von allen Communities ist das die elitärste, gatekeeperigste, unangenehmste, anfängerfeindlichste Community. Wenn du da im Forum nicht sofort alle Figuren weißt, hast du keine Chance. Du wirst sie sofort. Richtig unangenehme Community, finde ich. Da ist finde ich, die Ants-Community viel freundlicher. Also viel geringere Einstiegshürde. Klar, Ants ist der schlechtere Film. Aber bessere Community, das muss man sagen. Das muss man sagen. Mann, jetzt war hier kein Kriegerlehrer wieder. Biene Maya, gab's da einen Schmetterling? Oh, Briarthorn ist super. Briarthorn. Oh, ey, kann ich das noch irgendwo hören? Mann, warum bin ich denn so nostalgisch heute? Ich bin richtig sehnsüchtig. Ist es, weil ich WoW spiele? Irgendwie fühle ich mich wieder zurückversetzt in meine Kindheit und Jugend. Ich bin so richtig wehmütig. Need more. Das sind auch so, man hat das Gefühl, das sind Emotionen, die hat man nicht mehr. Wehmütig. So alte Emotionen irgendwie. Auch ganz spannend, ne? Könnt ihr auch gerne mal einen kurzen Essay dazu schreiben. Emotionen und Sprache.
Wenn es in einer Kultur kein Wort für eine Emotion gibt, gibt es dann auch diese Emotion nicht? Ich habe euch ja schon mal, glaube ich, die Geschichte erzählt von diesem Sprachforscher, der zu irgendeinem Volk gegangen ist, das relativ abgeschieden von der Welt ist und hat die Sprache gelernt. Und dann eines Tages hat jemand gesagt, ich fühle mich lagged. Und dann meint der Sprachforscher so, das Wort kenne ich nicht, was ist das? Traurig, wütend, eifersüchtig, hungrig, nee. Und dann musste er lernen, dass das eine komplett neue eigene Emotion ist, die er so gar nicht kannte. Und dann hat er das gelernt, was das für eine Emotion ist. Und dann hat er diesen Stamm wieder verlassen, war wieder zurück an der Uni, hat irgendwie seinen Bericht geschrieben. Und dann hat er plötzlich gemerkt, dass er ein ganz merkwürdiges Gefühl fühlt, das er gar nicht beschreiben konnte und wo er auch mit niemandem drüber reden kann, weil niemand, den er kannte, konnte dieses Gefühl verstehen. Und er hatte quasi eine neue Emotion gelernt, dadurch, dass er dieses Konzept kennengelernt hat. Und erst dann wurde das sozusagen freigeschalten, unlocked. Aber gut, Jahre später kam raus, dass sich das alles nur ausgedacht hat und alles Bullshit ist, aber ich finde die Geschichte trotzdem interessant. Boah, Level 14 Bär? Boah, weiß ich gar nicht. Vielleicht stimmt's auch, ich weiß nicht. Aber ich beende jede Geschichte so, damit ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite bin. Wehmütig. Das müsste man eigentlich mal machen, wenn wir zu jemandem hingehen und sagen, Mensch, du bist heute richtig wehmütig. Die Person, was damit anfangen könnte, oder irgendwie so ein... Ja, weiß ich nicht. Ob Leute einem das übel nehmen oder ob man sagt, ja, ich habe ganz exquisite Emotionen. Es gab früher kein Blau, ja, das habe ich auch schon mal gehört, aber stimmt das? Was ich mal gehört habe, ist, dass in unterschiedlichen Sprachen gibt es unterschiedlich viele Farben. Also viele Wörter für Farben, sagen wir mal so. Und dann hat sich irgendjemand die Mühe gemacht und hat alle Sprachen sich angeguckt und hat geschaut, wie viele Wörter für Farben gibt es und welche Farben beschreiben die. Und dabei hat dieser Forscher herausgefunden, dass die Farben immer in der gleichen Reihenfolge freigeschaltet werden. Also wenn man eine Sprache hat mit nur drei Farben, hat man Rot, Blau, Gelb. Wenn man vier Farben hat, dann hat man Rot, Blau, Gelb, Grün. Aber man hat nicht Rot, Blau, Grün und skippt sozusagen eine Farbe, die andere Sprache hat. Also scheint es irgendeine Form von Farbhierarchie zu geben, entlang der Kulturen ihre Farben freischalten. Also es gibt da nicht eine Kultur, die hat nur Schwarz, Weiß und Magenta oder irgend so eine weirde Farbe, sondern man macht schon die gleichen Farben durch. Und dann ist dieser Forscher zurückgegangen in die Universität und wollte da so die Doktorarbeit schreiben oder so die Veröffentlichung, wo das dann alles drinsteht. Und plötzlich meint er dann so, ey, dein Auto, dein neues Auto hat echt eine schöne Farbe. Und dann meinte der, wie, das ist keine neue Farbe, das ist mein altes Auto. Und dann meinte der, hey, du hast, das ist doch eine neue Farbe, das ist doch ein neues Auto. Ich sagte, nee, das Auto habe ich schon immer, das hatte ich früher auch. Und dann hat er gemerkt, dass er durch die Beschäftigung mit Farben aus anderen Kulturen plötzlich komplett neue Farben wahrnehmen konnte. Gut, Jahre später hat sich dann herausgestellt, dass er sich das komplett alles ausgedacht hat und das stimmt. Aber ich fand es trotzdem eine interessante Geschichte. Level 12! Level 12! Mach ich dir nebenbei, mach ich dir. Das ist kein Problem. Magenta ist ein gutes Zeichen, dass die Kultur vom Untergang steht. Allerdings, es gibt die sogenannte Teufelsfarbe. Und zwar haben Forscher herausgefunden, dass sämtliche Kulturen, die untergegangen sind, Azteken, ja gut, Rom kann man jetzt drüber streiten, und viele Kulturen, die untergegangen sind, die hatten alle eins gemeinsam, die hatten eine dieser Farben freigeschaltet. Das war diese Teufelsfarbe sozusagen. Und I am honored. Be careful.
dann eines Tages, als dieser Forscher hat das eben erforscht, diese ganzen verschiedenen Kulturen, die untergegangen sind, Inka, Azteken und sowas, die es heute alle nicht mehr in der Form gibt. Und dann ist ihm das aufgefallen mit dieser Teufelsfarbe, die er aber auch nicht sehen konnte, weil in seiner Kultur gab es diese Farbe nicht. Und dann ist er eines Tages in den Baumarkt gegangen, weil er wollte seine Wohnung neu streichen. Und dann hat er so gefragt, so, was gibt es hier eigentlich für Farben so, was ist hier so in, ich bin da relativ gleichgültig. Der Baumarktverkäufer hat gesagt, pst, passen Sie auf, ich habe hier eine komplett neue Farbe. Komplett neue Farbe, die gab es noch nie, die ist gerade der neueste Hit. Und ich zeige Ihnen die mal. Und dann sagt er, wie, die Farbe gibt es noch nicht. Er sagt, nee, das ist eine komplett neue Farbe. Und dann ist dem Forscher eingefallen, ne? In der deutschen Sprache gibt es quasi alle Farben, die es auch gab bei den Azteken, außer die Teufelsfarbe. Und wenn jetzt in die deutsche Sprache eine weitere Farbe eingeführt werden würde, dann wäre das ja auch die Teufelsfarbe. In dem Moment schlägt der Forscher dem Baumarktmitarbeiter die Farbe aus der Hand. Der Kanister fällt auf den Boden, die Farbe ergießt sich über den ganzen Baumarkt. Der Forscher wendet die Augen ab, um sie ja nicht zu sehen, rennt sofort zurück in die Universität, schreibt das alles auf, alles komplett niedergeschrieben und sagt, diese Farbe muss verboten werden, sie darf nie jemand zu Gesicht bekommen, sonst geht unsere gesamte Kultur unter und es wird grausam sein. Gut, Jahre später kam raus, dass es alles überhaupt nicht stimmt, kompletter Bullshit, hat er sich alles ausgedacht, aber trotzdem eine ganz interessante Geschichte. Weil es lässt ja drüber nachdenken, so, wie, welche Farben gibt's noch nicht? Und welche gibt's, also welche wird's zukünftig noch geben? Ist natürlich auch eine Frage, ne? Also, weil ich meine, früher wurden ja Farben so aus Tieren oder so gemacht, ne? So, gab es dann, glaube ich, so Schnecken, glaube ich, so dieses Purpurrot hat man aus so einer Schnecke gemacht, deswegen war das so ganz teuer. Und dann muss man sich natürlich überlegen, okay, dann ist ja die Frage, wo man lebt, entscheidend dafür, welche Farben es gibt. Weil wenn da so eine Schnecke rumtrottet, dann gibt es ja auch diese Farbe, die man aus der Schnecke herstellen kann. Also ergibt schon Sinn, dass unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Farben haben. Aber natürlich, klar, ich meine, die Computertechnik, Drucktechnik verändert natürlich auch viel, ne? Es gibt ja bestimmt Farben, die so ein Monitor besser darstellen kann als andere. Oder was dargestellt wird. Und dann fokussiert sich's da. Ist schwierig, aber ich habe auch kein Auge für Farben, muss ich sagen. Aber warte mal, das ist doch eine Krankheit. Ha! Weg damit! Stoneform. Ja, da sind wir wieder bei alten Diskussionen, dass sich Zwerge in Stein verwandeln können. Ich glaube, das war die intensivste Zeit von Creepjack. Als wir diskutiert haben, ist die Ultimate-Form des Mountain Kings aus Metall oder aus Stein? Ich glaube, nie wieder haben wir so viele Einsendungen wütend, enttäuscht, aber auch gleichgültig. Also wir haben extrem viele Nachrichten bekommen, die einfach nur gesagt haben, das ist mir egal. Was ja interessant ist, normalerweise ist es ja so, dass ein Thema eigentlich nur dann viel Resonanz bekommt, wenn es sehr polarisiert, also wenn es viele dafür und viele dagegen gibt. Hier interessanterweise nicht. Es gab hier auch viele, die sich beteiligt haben an der Diskussion, einfach nur um mitzuteilen, mir ist es egal, ich habe keine Meinung, hört auf darüber zu reden. Na, also sozusagen Aufmerksamkeit durch Gleichgültigkeit. Das Thema ist einem so gleichgültig, dass man Aufwand auf sich nimmt, um es anzusprechen. Also eine ganz eigene Form von Aufmerksamkeit, die aus einer Anti-Aufmerksamkeit quasi entsteht. Tja, aber wir haben da natürlich verdient daran, ne? Also da haben wir richtig
verdient. Klar, so als Sendung, wenn du merkst, da ist ein Thema, das polarisiert, dann wird das natürlich gemolken. Klar. Klar. Ich meine, das war damals Rage of Empires, der Webstuhl. Das waren Millionen, was wir da verdient haben. Ne? Als wir gemerkt haben, der Webstuhl kommt gut an. Bei der Community haben wir nur noch Webstuhl gemacht. Ne? Irgendwann hatten wir keinen Bock mehr drauf. Wir haben gesagt, was soll das Webstuhl? Aber die Community hat es gefressen, muss man auch mal sagen. Die haben das uns aus der Hand gefressen. Also ich glaube, da wurde, also ich glaube, Mara wurde da richtig reich in der Zeit. Also die hat ausgesorgt. Die hat komplett ausgesorgt. Nur allein durch dieses eine, durch diese eine Folge, wo wir über Webstuhl geredet haben. Also die ist auf der sicheren Seite, sag ich mal. Da brauchst du ja keine Sorgen machen. Die hat Geld, ja. Oh ja. Also da ist, also klar, da kommt dann natürlich auch so eine gewisse Geschmacklosigkeit mit einher, ne? Das meine ich wieder. Der natürliche Gummiband-Effekt. Weil natürlich bewundert man reiche Menschen, aber irgendwie sind reiche Menschen auch lächerlich so. Oder ist es nur Neid? Oder sind die wirklich ein bisschen albern? Ich glaube schon, es gibt eine Art... Ja gut, da sind wir natürlich wieder bei der uralten Frage, ist die Welt gerecht, ja oder nein? Da kommst man ganz schnell wieder hin zu, gibt es einen gerechten Gott, ja oder nein? Und dann, Leute, da werden wir heute nicht mehr fertig. Da werden wir heute nicht mehr fertig. Wurden die Fäden im Webstuhl eigentlich gewebt? Da wurde überhaupt nichts gewebt, das war alles fake. Komplett fake, von oben bis unten. Das war eine komplette Farce. Ich glaube, die meisten Folgen Rage of Empires waren ohnehin komplett geskriptet. War alles komplett gefaked, es war alles ein Drehbuch. Wir haben ja tatsächlich einmal bei einer Folge, ich weiß nicht genau welches war, aber bei einer Rage of Empires Folge haben wir ja aus Versehen die Generalprobe gesendet. Wir haben immer davor die komplette Folge einmal geprobt, halt alles Skript, jeder für sich selber so ein bisschen vorbereitet. Und dann hatten wir eine große Generalprobe. Warte, was muss ich eigentlich töten? Pathfinder. Aber haben wir einmal eine komplette Probe gemacht und an einem Tag hat irgendwie die Regie irgendwas falsch verstanden oder so und hat zu früh auf Rekord geklickt. Und dann haben wir die komplette Generalprobe gesendet und dann haben wir gesagt, ja, okay, lief ganz gut, müssen noch ein paar Sachen enden, aber ich glaube, wir sind bereit für die Show. Los geht's. Und die Regie so, wie los geht's? Die Sendung ist durch. Und wir so, was? Wie, die Sendung ist durch? Jetzt geht es los. Und die Regie, nee. Wir waren die ganze Zeit live. Und wir so, was kann ich wahr sein? Was soll das? Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann gehen wir jetzt nach Hause. Weil jetzt... Wir können jetzt nicht sagen, hallo Leute, hey, wir machen es nochmal. Da wäre alles aufgeflogen. Ich glaube, wenn man bei einer Folge genau hinschaut, sieht man auch noch die Skripte im Studio liegen. Wie die kompletten Skripte sind. Wie wir auch noch komplett keine Maske haben und so. Also ich glaube, da gab es eine Folge, wo man... Da hat wirklich kaum einer gemerkt. Alter, mein Rücken ist auch echt einfach kaputt, ne? Ich habe ja dieses Rückentraining von Gino gemacht. Weil ich hatte echt Rückenschmerzen. Das war wirklich, wirklich hart. Und dann habe ich dieses Rückentraining von Gino gemacht. Und dann habe ich das so ein paar Wochen gemacht und dachte mir, ja gut, jetzt ist der Rücken fertig. So wie wenn du so eine Wand hast und dann streichst du die und dann ist sie durch. Und ich glaube, jetzt fängt langsam dieses Rückentraining an aufzuhören zu wirken. Jetzt sagt mein Rücken mir langsam, nee, du musst das schon regelmäßig machen. Weil der Körper baut ja Muskeln wieder ab irgendwann, ne, wenn die nicht gebraucht werden. Was auch das? Also so ein Bodybuilder oder so? So Arnold Schwarzenegger oder so? Ich glaube... Wenn man das nicht trainiert, dann verliert man das wieder. Oh, komplett Bullshit, oder? Wenn man das mal patchen, die haben eigentlich so viel Mühe gegeben, das aufzubauen und dann verliert man es auch wieder. Was ist das denn für ein Unsinn?
Ja, jetzt sagt ihr wieder, damit man in enge Höhlen reinkommt. Der Chat hat immer, der Chat hat die Vorstellung, dass früher Menschen den ganzen Tag in engen Höhlen waren. Ich weiß nicht, ich glaube, der Chat hat einmal irgendwie eine Doku gesehen, wo man so einen Menschen in der Höhle gesehen hat. Und seitdem sagt der Chat jedes Mal, nein, die Menschen haben früher in ganz engen Höhlen gelebt. Und deswegen waren die früher kleiner und deswegen mussten die möglichst... Die haben quasi... Also die sind quasi morgens aufgestanden und haben gesagt, heute ist Mammuttag. Heute erwürgen wir einen Mammut. Und dann haben sie trainiert. Schön gepumpt. Stärke gegen Beweglichkeit. Und dann haben sie gepumpt, so sagen wir so um 8.30 Uhr aufgestanden und haben so bis 15 Uhr trainiert, haben sich Muskeln aufgebaut. Bis 15 Uhr. Dann sind sie zum Mammut gegangen. Mammut hatte keine Angst, weil das Mammut dachte ja, die Menschen haben keine Muskeln. Aber die Menschen haben das trainiert. Und dann haben sie das Mammut erwürgt. Quasi drei Menschen haben sich Hand an Hand genommen, quasi wie so ein großer Kreis, haben sich dann um den Mammuthals herumgelegt und haben alle angezogen, hatten ja jetzt Muskeln, konnten so das Mammut erwürgen. Und dann haben sie sich den ganzen Tag am Mammut vollgefressen. Und währenddessen mussten die Muskeln ja schon wieder abgebaut werden, die sie vormittags antrainiert haben, damit sie abends wieder in ihre ganz enge Höhle schlüpfen konnten, in der sie ja anscheinend gelebt haben. Die müssen ja in einer ganz engen Höhle leben. So stellt sich der Chat den Tagesablauf eines prähistorischen Menschen vor, dass die genau präzise immer ihre Muskeln... Oh, ich muss heute noch zum Bärenstrauch, da muss ich ja 900 Schritte gehen. Also mache ich jetzt 900 Schritte auf dem Stepper, damit ich Muskeln habe, um dahin zu gehen. Aber während ich die Bären esse, baue ich die Muskeln wieder ab, weil ich muss ja heute Abend wieder in die enge Höhle rein. Ja, so, klar. Ist klar, Chat. Ja, klar, so war's. So war's. Dann kriege ich den Chat halt auch einfach nicht von ab. Ja, und ihr sagt dann immer, ja, diese eine Studie, es gibt ja diese eine Studie von diesem einen Wissenschaftler, der hat irgendwo, ich glaube in den Philippinen oder so, in so einer ganz engen Höhle hat der ein Menschenskelett gefunden. Und dann hat man eigentlich gesagt, ey, das kann eigentlich gar nicht sein. Weil man hat dann wirklich dieses Menschenskelett sozusagen so nachgebildet und hat versucht, wie ist jemand in diese Höhle reingekommen? Der ist da mit so einem kleinen Roboter reingefahren. Der hatte so einen kleinen Roboterwurm. Der ist da rein in die Höhle, weil der war eigentlich auf der Suche nach ganz anderen Sachen. Der wollte eigentlich so Öl und Kristalle und so einen Kram finden. Und dann hat er aber dieses Skelett gefunden. Und dann dachte man, ja, was ist denn da los? Warum? Der passt ja da gar nicht rein. Das ist ja echt zu eng. Und dann haben die alle das analysiert. Und haben das analysiert und haben gemerkt, das geht so nicht. Der würde da gar nicht reinpassen. Wenn der Muskeln hätte. Das quasi ist sozusagen nur ein Skelett, passt da rein. Ja, Leute. Jetzt war ich geizig mit dem Trank und hab mir den kleinen Trank genommen. Irgendwann bringt mich sowas mal um. Und dann haben die gesagt, passt ja da gar nicht rein. Und dann gab es natürlich wieder so ein paar unseriöse Wissenschaftler, die gesagt haben, nein, das ist ein lebendes Skelett und Nekromantie und blablabla. So. Und dann hat der Forscher gesagt, naja, vielleicht waren die ja damals wirklich so wenig muskulös, wenig nährstoffreich, weil damals hatte man eigentlich gedacht, dass der normale prähistorische Mensch muskulöser ist als der moderne Mensch im Durchschnitt. Weil man da dachte, ja, die mussten ja hart arbeiten, mussten irgendwie ständig durch die Gegend laufen und irgendwie jagen und so. Und der moderne Mensch muss ja nur die Maus anklicken. Und dann hat er gesagt, naja, das muss ja dann, vielleicht waren unsere Voraussetzungen alle falsch und wir müssen komplett nochmal die Geschichte umschreiben.
Wann ist er in die Universität gelaufen? Hat Papier rausgeholt und hat geschrieben, ja, kompletter Paradigmenwechsel. Menschen waren tatsächlich super mager und dünn. Und wir müssen es nochmal komplett neu überdenken, weil die waren super dünn. Tja. Gut, Jahre später kam raus, dass es alles kompletter Bullshit ist, der sich das alles selber ausgedacht hat und das Skelett kein Skelett war, sondern einfach nur ein paar Äste, die er gedacht hat, das sind Knochen. Aber ich fand es trotzdem eine interessante Geschichte, weil es verleitet einen halt dazu, mal so nachzudenken, was für Dinge nehmen wir eigentlich als selbstverständlich hin, die vielleicht eigentlich ganz anders sind. Vielleicht war der damalige Mensch ja viel schlauer als wir. Die werden ja immer so als super dumm Höhlenmensch und so dargestellt. Vielleicht waren die ja relativ fit. Ich hatte mir ein gutes Gedächtnis. Was ist das? Thresher Eye? Thresher Eye? Kann Gino mal Daniel und Ian trainieren und das Format heißt dann Bodybuilding. Ja. Ich schlag's mal vor. Ich habe leider relativ wenig Einfluss darauf, was weder Gino noch die Booty Brothers machen. Aber der Name ist gut. Ich meine, das ist natürlich die alte Rocket Beans Tradition. Erst der Name, dann das Format. Ach, guck mal, das sieht man ja kaum. Wie dunkel es hier ist, ne? Ja, wie still, meine ich. Failed Attempt. Was für ein Drama. Unter Wasser. ...99 Kräuterkunde habe ich schon. So, wir müssen mal gucken, die Gilde ist wieder voll. Ja, kann natürlich sein, dass sie schon tot sind, ne? Flötenkonsul kommt natürlich rein, kein Problem. Nee, komm nicht mit den dummen Muscheln. Obwohl, da sind manchmal Perlen drin, ne? Aber ich glaube, der Schein trügt. Die Perlen sind gar nicht so wertvoll. Aber ich mag die Quests hier eigentlich. Die sind ganz okay, finde ich. Also ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Ich glaube, das lohnt sich, hier einmal rüber zu schwimmen und die alle zu machen hier. Das finde ich schon ganz okay. Passt das jetzt eigentlich mit dem Sound? Oder wurde das wieder zurückgesetzt? Nee, passt. Ambergris. Was ist das? Ambergris. Ambergris. Wie spricht man das aus? Ist das sowas wie dieses Blubber? Wie dieses Fett? Dieses weiche Fett? Blubber? Was ist Ambergris? Hey, herzlich willkommen, liebe Nilsonatoren. Vielen Dank für den Raid, Nils. Ja, wir sind heute recht spät dran, ne? Da merkt man, da kommen die ganzen... Die ganzen Raids hier vorbei, die nochmal alle hier so abgeworfen werden. Das ist auch immer so, wenn man keinen Bock mehr auf die Party hat, sagt man, ach komm, lass uns noch in die Kneipe gehen. Und alle, ja, und sobald alle zur Tür raus sind, schnell die Tür zu machen hinter denen. Dann hat man die alle aus dem Haus. Das ist viel einfacher, als wenn man sagt, Leute, geht nach Hause bitte. Sondern sagt, Leute, jetzt noch schön in die Hawaii-Bar. So, und so ist es bei Nils auch. Wenn der keinen Bock mehr hat auf euch, dann sagt er nicht, Leute, geht bitte aus dem Chat jetzt. Ich will jetzt hier Schluss machen.
Ich stelle jetzt hier die Stühle hoch. Ich will jetzt hier wirklich Schluss machen für heute. Sollen die sagen, nee, Freunde, jetzt nochmal schön zu Florentin für so einen billigen Gin Tonic, Happy Hour. Und dann, sobald alle aus der Wohnung sind, zack. Hier, Leute, kriegen es eh nicht mit. Nach 3 Stunden Nils Stream bist du eh komplett durch. Strangle Kelp. Haben wir Informationen zu Ember Gris? Sagt da jemand was? Ich gehe die Hawaii Bar, ja. Hawaii Bar ist super. Natürlich nicht zu verwechseln mit der Kawaii-Bar, was so eine Manga-Bar ist. Ganz gefährlich. Die beiden Communities haben nichts miteinander zu tun. Gibt's bestimmt einen Podcast, oder? Toast Kawaii? Für so Manga- und Anime-Themen oder so Japano-Themen bestimmt, oder? Toast Kawaii? Oder Kawaii? Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Kawaii? Gibt's bestimmt, hundertprozentig. Das ist eigentlich auch ein, komm, wir machen mal eine Quizshow, oder? Ich mache einen komplett neuen Kanal auf, einen komplett neuen Quizkanal. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Da lädt man sich dann so ein paar Leute an und dann sagt man mal, okay, passt auf, Leute. Nenne mir einen Namen für einen Podcast rund um Anime-Manga. Ja, so die neue Veröffentlichung besprochen und so, neue Staffeln von Sachen. Wie heißt der? Und dann muss man wirklich Antworten geben und die, wenn man wirklich einen real existierenden Podcast nennt, kriegt man einen Punkt. Ich glaube, das ist nicht unmöglich. Ich glaube, es ist nicht unmöglich. Weil wenn du sagst, ja, ein Fußball-Podcast, dann hast du ja irgendwie Anpfiff, Einwurf, Latte, Abseits, Freistoß oder so. Wird es bestimmt Podcasts geben, die so heißen einfach. Weil es halt sehr viele Fußball-Podcasts gibt wahrscheinlich. Wir haben vielleicht nicht alle so viele Hörer, aber es gibt sie einfach. Oder dann halt so ein, ja, keine Ahnung, so ein Topf-Podcast. Der heißt dann halt Podcast. Sowas. Oder Ruhr-Podcast oder irgendwie sowas. Was Kultiges. Was Kultiges aus dem Ruhrpott. Nani, der Anime-Talk. Naja, gut. Ja, der will jetzt nicht so tief drin. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Not enough. Ja, das könnte ich mir echt vorstellen. Gibt's bestimmt auch schon, oder? Es gibt ja alles schon, ne? Die haben ja alle guten Ideen wurden ja schon gemacht hier von Kelly, Mrs. Vlog und so. Die haben ja alles schon gemacht. Mann, der droppt Fische, ey. Das Nutzloseste, was es gibt in diesem Spiel. Drop deine Augen. Ist schon gut, dass nur die Augen ständig befeuchtet werden müssen, oder? Dass nicht andere Organe... Ich meine, gut, klar, ihr sagt jetzt Schleim heute. Aber wenn alles so wie Lieder hätten, irgendwie... So Ohrenlieder oder so, dass dann die Ohren auch so... Ja gut, dann kann man die Ohren zumachen. Das wäre natürlich auch schon geil. Ja, Lieder, Fluch und Segen, ne, so ein bisschen. Ich glaube, wenn man seine Lieder verliert, das ist echt das Schlimmste. So. Weil irgendwie bei so einem Jetski-Unfall einfach... Stell dir vor, du fährst Jetski irgendwie so im Urlaub und fährst irgendwie mit voller Wucht gegen so ein Schiff, irgendeine Yacht von irgendeinem reichen Immobilienhändler. Fährst voll dagegen, es wird schwarz. Du hast irgendwie so Farbstrudel vor dir, irgendwie fahle Erinnerungen aus der Vergangenheit. Plötzlich beep, 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 beep. Herr Will? Herr Will, können Sie uns hören? Herr Will? Was? Du liegst im Krankenhaus. Sie lagen 9,5 Monate im Koma. Ist alles in Ordnung? Schaust an dir runter, alles in Ordnung?
Ja, sie sind komplett heil geblieben. Sie haben nur beide Augenlider verloren. Was? Ja, sie sind leider so ungünstig in die Schiffsschraube der Yacht gefahren, dass sozusagen, als das Jetski sich vor gegen den Bug geprallt ist, sind sie kopfüber in die Schraube geflogen. Aber die hat nur ihre beiden Augenlider abgerissen und sonst gar nichts. Ja, wie? Ich habe jetzt keine Augenlider mehr. Ja, sie haben keine Augenlider mehr. Aber dafür kriegen sie hier diese kleine Wasserspritzpistole. Damit müssten sie sich alle 3 Sekunden in die Augen spritzen. Was? Naja, die Augen müssen immer feucht sein. Und da sie jetzt keine Augenlider mehr haben, müssen sie sich alle 3 Sekunden mit dieser kleinen Wasserspritzpistole in die Augen spritzen. Wissen Sie was? Ziehen Sie den Stecker. Das mache ich nicht mit. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich werde mir nicht alle 3 Sekunden was in die Augen spritzen. Das kannst du komplett vergessen. Und stell dir vor, dann liegst du im Bett und hast die Augen nicht zu. Kann man dann einschlafen, wenn man die Augen offen hat? Das ist ja das grauenvollste Leben. Das ist richtig schrecklich. Richtig furchtbar. Boah, hätte ich keinen Bock drauf. Nee. Und ich wäre wahrscheinlich so faul mit dieser Wasserspritzpistole, dass meine Augen immer so ganz schrumpelig, rosinengroß trocken wären. Und mir wäre es irgendwann so egal. Aktuell habe ich noch eine Augenphobie. Irgendwie mag ich gar nicht Augenthemen. Aber irgendwann ist es mir so egal einfach. Och Mann, echt, die sind Level. Ja, Rüstung zerreißen von einem Geist. Super Spiel, toll. Was habe ich denn hier wieder für einen Quatsch alles drauf? Not ready yet. Auch man mich nervt es, dass ich jetzt hier Mobs töte, die keine Erfahrung mehr geben auf Level 10. Das ist echt doof. Highborn ready. Ah, read the lay. Ah, ja. Irgendwas muss man hier noch machen. Och, nö. Oh, aber diese Spektraldinger sind Level 12. Da töte ich die. Oh ja, geil. Ein blutender Geist mit zerrissener Rüstung. Super realistisches Spiel. Hat noch jemand den Kassenzettel? Ich gebe das ab. Ich gebe das wieder zurück. Ich gehe zum Mediamarkt und sage, hier, ich kann hier Geistern die Rüstung zerrissen. Können Sie sich eigentlich noch anschauen? Können Sie eigentlich noch in den Spiegel schauen? Auch zu einem random Mediamarkt-Mitarbeiter. Sie haben das Spiel vor 19 Jahren gekauft. Ja. Nee, guck mal, ist immun gegen Blutung. Ja, okay, nehme ich alles zurück. Aber Rüstung zerreißen geht. Bleed Poison Disease. I can't do that. Not ready yet. Aber ja, die Elfer gehen hier. Not enough rage. Warte mal, hier ist doch so ein. Aha. Allahaturanu al-ananusun anatala asotefulo anaterasu anu teroshan manarasun ana amanetil diel riashnorshano terterano. Ja gut, den Rest kennen wir ja, das ist ja sehr klar. Ist das Quatsch, was hier steht, oder hat sich jemand wirklich die Mühe gemacht, hier eine komplette Sprache sich auszudenken und da irgendeinen Text zu übersetzen? Hast du ein Dauerabo oder immer nur, wenn du zockst?
Also normalerweise, das Problem ist bei WoW, das ist ja nicht so ein ab heute spiele ich kein WoW mehr. Sondern es ist so, man loggt sich immer seltener ein und irgendwann merkt man, oh, ich war schon den ganzen Monat nicht mal eingeloggt. Und dann versuche ich in der Regel das Abo zu beenden, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, ich habe schon einige Monate in meinem Leben für WoW gezahlt, ohne dass ich es gespielt habe. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Da möchte ich keine Illusion hier erzeugen. Ich bin auch einfach so ein Abo-Opfer, muss ich sagen. Egal was, irgendwie ständig wird irgendwas abgebucht. Was ist das? Und wenn dann auch auf dem Kontoauszug nicht steht, was das Produkt ist, sondern nur irgend so eine Finanzfirma, die irgendwie so Cash-Zeug macht und du denkst, wofür ist das? Wie kann ich das kündigen? Ich glaube, ich wäre wirklich richtig reich, wenn ich nicht diese ganzen Abo-Fallen ständig mit mir rumtragen würde. Ich könnte mir richtig so ein, oh, wirklich so ein richtig Designerstuhl oder sowas. So einen lächerlich teuren Designerstuhl. Könnte ich mir, glaube ich, besorgen. Ohne diese ganzen Abo-Fallen. Auf der anderen Seite, man kauft sich ja auch Faulheit, ne? Ich finde, man muss das schon auch so ein bisschen betrachten. Man sagt immer, ah, du könntest eine andere Bank haben, wo du mehr Zinsen kriegst oder wo irgendwas. Oder wechsel deinen Stromanbieter und so. Und ich mir, ja, pass auf. Ich formuliere es andersrum. Ich kaufe mir Faulheit. Ich gebe mein Geld, einen guten Teil meines Geldes aus, um faul sein zu dürfen. Das ist ja auch was wert. Dafür muss ich mich nicht beschäftigen mit irgendwie Strom und wie jetzt genau das und kann ich meine Miete noch irgendwie bla oder so. Sondern nee, ich kaufe mir einfach Faulheit. Aber halt dafür kein Porsche, ne? Ist halt, musst halt gucken, was dir wichtiger ist. Ich hab eh keinen Parkplatz. Ein Kumpel von mir verkauft Leuchten für über 1000 Euro. Und es gibt tatsächlich Leute, die das kaufen. Das ist aber nicht sehr... Das finde ich ein bisschen respektlos, deinem Kumpel von dir gegenüber. Dass du sagst, es gibt echt Vollidioten, die das kaufen. Oder spricht er selber auch so über seine Kunden? Sagt er auch so, Alter, du glaubst nicht, was ich heute wieder verkauft habe für eine hässliche Rotzleuchte. Habe ich für 2000 Euro verkauft. Mein letzten Endes. Jeder entscheidet selber, was wert ist. Das ist ja immer so das Ding, ne? Da habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber so... Mein Onkel zum Beispiel ist sehr sparsam. Und der würde es hassen, von irgendwas ein Markenprodukt zu kaufen, wenn es auch ein No-Name-Produkt kauft. Weil er sagt dann immer, ja, da geht dann Geld für Werbung drauf und es geht nicht ins Produkt und so weiter und so weiter. Ihr kennt die Argumente alle. Und das ist ja auch absolut vernünftig und richtig. Und dann zitiert er immer diese eine Sendung, die er mal gesehen hat, wo Wein verkostet wurde auf der Fußgängerzone. Und dann wurde irgendwie ein... Ich glaube, es war sogar zweimal der gleiche Wein. Und bei einem hat man gesagt, ja, das ist der teure Chalet Monet, bla bla und so, wo eine Flasche 300 Euro kostet. Und der ist von Aldi. Und dann unüberraschenderweise haben die Leute gesagt, ja, der teure hat mir besser geschmeckt. Und dann hat mein Onkel gesagt, ja, guck, also da ist doch der Beweis. Du kannst auch die billigen Sachen nehmen. Dann sage ich, nee, der Beweis ist genau das Gegenteil. Allein psychologisch schmeckt einem das Teure besser, allein weil es teurer ist. Das sagt doch, also man soll das Teure kaufen. Ich habe das komplett andersrum gelesen, dieses Experiment. Weil es schmeckt dir ja tatsächlich besser. Oder will er sagen, die Leute haben nur behauptet, es würde ihnen besser schmecken, ohne dass es ihnen besser schmeckt. Also dass sie sozusagen als Weinkenner wirken wollten, und der Wein, der ihnen gar nicht besser geschmeckt hat, haben sie aber gesagt, dass der besser war. Oder geht die Lüge so weit, dass sie sich tatsächlich selbst belogen haben? Und also ab welchem Punkt kommt die Lüge?
Ist die Lüge schon vor der Bewusstseinsebene oder danach? Sagt die Person, die schmecken beide gleich, aber ich sag jetzt einfach, damit ich jetzt nicht wie ein Vollidiot wirke. Oder ist es so dieser Placebo-Effekt, dass ohne das Wissen schon belogen wurde? Das ist natürlich der Unterschied. Man müsste jetzt genau wissen, wo ist der Unterschied jetzt genau. Deswegen, schwierig. So, Freunde. Es ist 1 Uhr, ich glaube, nach der Quest hören wir auf. Weil ich glaube, das ist wirklich gefährlich, Hardcore zu spielen bei schön eingebuttertem Bewusstseinszustand. Wenn du über deiner Bewusstseinsebene 2 cm Butter hast, glaube ich, das ist ein Zeichen, wo es schwierig wird. Aber wir kommen ja ganz gut voran hier. Die Bären mache ich heute noch nicht, die sind zu krass. Fluch. Need more rage. I need more rage. Need more rage. Not enough rage. Punk. So, liebe Freunde, die gute alte Drop Rate des letzten Questgegenstands. Auch so klassische MMO, Aberglaube, dass das letzte Item am längsten braucht, um zu droppen. Inventory is full. Ach so, wir müssen noch diese Tafeln lesen. Die irgendjemand wirklich komplett durchgelesen? Allein was hier alles für Texte in diesem Spiel drin sind, in diesen ganzen Büchern, die irgendwo mal rumliegen, die wahrscheinlich wirklich nahezu kein Mensch jemals gelesen hat. Die haben da bei Blizzard so Statistiken, wer wie oft auf welches Buch drauf geklickt hat. Und die wissen, dass es ein Buch gibt, auf das noch nie jemand drauf geklickt hat. Wahrscheinlich nicht, ne? Das Spiel so lange Zeit von so vielen Menschen gespielt wurde, glaube ich, gibt es da nichts mehr. Gibt keine Geheimnisse irgendwann mehr. So ist irgendwann die echte Welt auch. Irgendwann gibt es keine Geheimnisse mehr. So alles, ja, Quarks und hier... String-Theorie, ja, haben wir alles 100 Mal schon gemacht, alles durchgespielt. Das wäre eigentlich auch mal interessant, ne? So Aliens, man denkt ja immer, die Aliens, die landen bei uns und die sind dann super weiterentwickelt und die erforschen gerade die Galaxie oder so. Aber ich fände es auch cool, wenn die Aliens kommen und sagen, ja, ist sau langweilig, wir haben alles rausgefunden. Wir haben... alles verstanden, Quantentheorie, wie die Welt aufgebaut ist, alles. Wir leben unendlich lange. Wir haben jede Form von Freude und Genuss perfektioniert. Wir haben eigentlich alles gemacht und jetzt haben wir nichts mehr zu tun. Jetzt fliegen wir rum. Ja. Eigentlich auch nicht so geil. Ich leg mich nochmal hin. So, komplett... deprimierende Zukunftsvorstellung einfach. Die Aliens weiterentwickelt. Vielleicht sind die ja gar nicht. Man sagt ja auch, intelligente Leute haben weniger Spaß. Vielleicht ist es nochmal, wenn man wirklich komplett eine absolute Hochzivilisation ist, dann ist es auch langweilig irgendwie. Kann auch sein. Ne? Kann auch sein. Warum mögen so viele Classic? Ich glaube, weil sie damit einfach schöne Erinnerungen verbinden. Schöne Erinnerungen nochmal ihre Kindheit, ihre Jugend wieder aufleben lassen können. Alles nochmal mit einer neuen Brille sehen können. Und ich glaube, es ist auch das wohlige Gefühl des Vertrauten. Manchmal spielt man gerne neue Spiele, neue Erlebnisse, neue Level, neue Quests. Aber manchmal geht man auch gerne zu dem Restaurant, wo man schon 100-mal war und bestellt zum 100. Mal das exakt gleiche Gericht, das exakt gleich schmeckt. Und das ist WoW Classic.
Du machst das, was du schon mal gemacht hast, einfach nochmal. Weil du kennst es schon. I'm listening. Und du willst die gleichen Glücksgefühle nochmal erleben. Farewell. Und einfach was machen, was du schon kennst. Ein Buch lesen, das du schon mal gelesen hast. Ein Film sehen, den man schon mal gelesen hat. Ein Buch anschauen, das man schon mal angeschaut hat, wenn es ein Bilderbuch ist. Das ist WoW Classic. Classic war halt auch sehr erfolgreich. Deswegen gibt es viele Menschen, die... Also Vanilla, das frühe WoW, war sehr erfolgreich. Deswegen gibt es viele Menschen, die einfach sehr viel damit verbinden. Peace be with you. Ich glaube, WoW ist generell ein Spiel, das die meisten Menschen, die es spielt, schon recht tief berührt. Go in peace. Also ich glaube, es ist kein Spiel, das man mal so nebenbei spielt und dann wieder vergisst. Weil man einfach so viel Zeit investiert, weil die Welt so immersiv ist und man auch viele soziale Kontakte pflegt. Ich glaube, es gibt viele Punkte, die WoW einfach zu einem sehr einschneidenden Erlebnis machen. Ich glaube, wenn viele Menschen WoW gespielt haben und daran zurückdenken, können sie sich noch an vieles erinnern und haben schöne Erinnerungen damit. Und deswegen, glaube ich, kehren viele Menschen auch gerne wieder zu Classic zurück, einfach um es nochmal zu erleben. Anders als es ein anderes Spiel, das sie zur gleichen Zeit gespielt haben, wo sie vielleicht nicht so tiefe Erinnerungen dazu haben. Ishnu Daldir, go in peace. Goddess watch over you. Unabhängig davon weiß ich gar nicht, ob Classic wirklich erfolgreich ist. Ist natürlich die Frage, woran man das jetzt misst. Ne? Also wenn du es jetzt mit anderen Spielen vergleichst, die neu erscheinen, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt vergleichen kann. Oder ob die Classic-Community... Ich meine, das sind jetzt zwei Server für die Hardcore-Challenge, für die Hardcore-Community. Ich glaube nicht, dass das so viele sind. Das sind wahrscheinlich ein paar Tausend, ne? Ein paar Zehntausend vielleicht, ich weiß es nicht. Aber wenn man das mit dem neu erscheinenden Spiel vergleicht, glaube ich, könnte man nicht sagen, dass das wirklich erfolgreich ist. Be careful. Aber kommt drauf an, was man's, wie man es sieht. Ne? So, ihr Leute, ihr Lieben, das war's für heute. Lass uns noch einmal ganz kurz gucken, ob hier nicht ein Kriegerlehrer ist. Ich glaube, hier gibt es keine Wachen, ne? Mann, wie war das denn nochmal? Ich glaube, hier unten gibt es dann wieder... Hier gibt es, glaube ich, ganz viele Lehrer. Aber hier oben, glaube ich, nicht. Oder? Ich glaube, hier gibt es keine Lehrer. Schwierig. Retail-WoW fühlt sich leider seelenlos an. Ah, interessant. Ich hatte sehr viel Spaß mit Dragonflight, muss ich sagen. Aber es ist natürlich auch eine unterschiedliche Spielerfahrung. Ne? Also ich finde, WoW Retail ist halt so wie ein Vergnügungspark. Der ist halt komplett durchoptimiert auf Spaß. Du hast wenig Widerstand, du kannst direkt die Dinge machen, die Spaß machen. Und die machen auch Spaß. Die Achterbahn macht Spaß. Mythic Plus zu machen, macht Spaß, weil es ist einfach eine gut gebaute Achterbahn. Aber WoW Classic ist eher so wie mit Freunden im Wald ein Lager bauen. Es ist nicht perfekt durchdesigntes User Experience. Es ist irgendwie rauer und manchmal klappt's nicht und manchmal taucht Torben nicht auf. Und dann haben wir keine Säge und dann müssen wir wieder nach Hause gehen. Und es ist ein bisschen rauer und ein bisschen unbeholfener, aber macht auch Spaß. Und man hat wahrscheinlich am Ende die schöneren Erinnerungen an mit seinen Kumpels im Wald ein Lager bauen als die Achterbahn. Aber die Achterbahn macht schon trotzdem mega Spaß. Na, das ist schon unterschiedliche Erlebnisse einfach. Ne? Manchmal wird jemand vom Bär gefressen, ja, natürlich. Manchmal kommt irgendwie der Typ, dem der Wald gehört, und reißt das Lager wieder ab. Aber Disney World ist auch cool. Also Disney World ist ja deswegen nicht schlecht. Es macht ja Spaß. Aber es ist halt ein professionell designter Spaß. Als, oh, hier können wir irgendwas machen. Und oh, es macht auch Spaß nebenbei.
So, Freunde. Jetzt bin ich an der Reihe zu raiden, ne? Wen raidet der Geraidete, ist die Frage. Wie geht's jetzt weiter? Wen soll der raiden, der immer nur geraidet wird? Ja gut, am Ende, die Kette eines jeden Streamabends ist eigentlich immer Bonjour, ne? Weil die immer noch einfach live sind. So oder so, Leute, wünsche ich euch einen schönen Abend, gute Nacht. Und falls ihr Lust habt, sehen wir uns morgen wieder. Denn morgen Abend spiele ich ein bisschen WoW. Und, spiele ich ein bisschen Dota. Und morgen werde ich wieder gecoacht. Und zwar von dem Hovite, der mich schon mal gecoacht hat. Und das wird fantastisch. Hat sehr großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Falls ihr Bock habt auf Dota und so ein bisschen mehr das Spiel verstehen möchtet, schaut gerne morgen Abend rein. Da werden wir gecoacht. Und am Sonntag schaut er auch mal vorbei bei einer Runde Butterbande. Der Dota-Butterbande, wo wir zu fünf Dota spielen. Und da schaut er auch mal als Coach drüber. Es wird großartig. Es wird fantastisch. Ich freue mich sehr. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend weiter bei Bonjour. Liebe Grüße und vielen Dank an alle, die mich geradet haben. Pixelwirt, Parabelritter, Eddie und Nils, was für eine Gruppe Menschen. Haut rein und habt noch einen schönen Abend. Bis dann. Ich bin jetzt echt müde. Das ist wirklich... Aber ist auch mal nett, ist auch mal nett. Abends so ein bisschen ruhiger, ne? Haut rein und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.